Einen schönen Nachmittag hier aus dem österreichischen Parlament in Wien und herzlich willkommen zur Übertragung der heutigen Sondersitzung des Nationalrates. Eine Sondersitzung auf Wunsch der FPÖ. Konkreter Anlass ist der morgige Nationalfeiertag, der 26. Oktober. Die Freiheitlichen möchten heute über die immerwährende Neutralität Österreichs sprechen. Die sehen sie nämlich zusehends ausgehöhlt, etwa durch die fortlaufende Unterstützung der Ukraine. Sie möchten aber auch über die Souveränität Österreichs sprechen. Die sind nämlich beschränkt, etwa durch immer weitere EU-Vorgaben. Die Freiheitlichen haben heute schon eine dringliche Anfrage an Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP gestellt. Der ist aber heute nach Israel gereist, um Israel die österreichische Solidarität auszusprechen. An seiner Statt wird heute die Staatssekretärin Claudia Plakholm die Fragen der Freiheitlichen beantworten. Es sollte in wenigen Augenblicken losgehen. Die Damen und Herren Abgeordneten möchte ich herzlich begrüßen, die unterbrochene Sitzung wieder aufnehmen. Mein Gruß gilt auch den Damen und Herren der Medien und unseren Zuseherinnen hier auf der Tribüne, aber auch zu Hause an den Fernsehschirmen. Wir gelangen nunmehr zur dringlichen Behandlung des selbstständigen Antrages 3667. Da dieser inzwischen allen Abgeordneten zugegangen ist, übrigt sich eine Verlesung durch die Schriftführer und ich erteile dem Abgeordneten Kickl als Antragsteller das Wort. Bitte sehr. Danke schön, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Hohes Haus, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung. Ja, es geht in der heutigen Sondersitzung des Nationalrats um Österreichs Souveränität, um Österreichs Neutralität. Das sind zwei Dinge, die der österreichischen Bevölkerung ganz besonders am Herzen liegen. Und bei uns Freiheitlichen ist es genauso. Wir teilen diese Wertschätzung in vollem Umfang. Und weil ich heute schon im Vorfeld dieser Sitzung gefragt worden bin, ja bitteschön, so ein wichtiges Thema, was ist denn da los, wo ist denn bei diesem wichtigen Thema die Regierungsspitze? Deswegen möchte ich Ihnen darauf auch eine Antwort geben. Meine Damen und Herren, die Regierungsspitze ist auf der Flucht. Sie ist auf der Flucht vor dem Parlament. Sie ist auf der Flucht vor der Freiheitlichen Partei. Sie ist auf der Flucht vor der eigenen Bevölkerung. Sie ist auf der Flucht vor der Konfrontation mit ihrem eigenen kapitalen Versagen. Sie ist auf der Flucht vor dem Blick in den eigenen Spiegel. Das ist die Wahrheit. Und jetzt weiß ich schon, dass der Herr Bundeskanzler in Israel weilt, hochoffiziell. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus, mein lieber Kollege von der Volkspartei. In letzter Sekunde hat der Bundeskanzler eine Mitfluggelegenheit, eine billige, ergattert. Und jetzt ist er in Israel gelandet. Und wissen Sie was? Ich begrüße das sogar. Weil in Israel hat der Bundeskanzler jetzt die Gelegenheit zu erklären, warum er vor gar nicht allzu langer Zeit gemeinsam mit der grünen Energieministerin eine regelrechte Gaspilgerfahrt nach Katar geliefert hat. Warum er eine Gaspilgerfahrt nach Katar geliefert hat. Das ist nämlich genau dasjenige Katar, von dem Ihr ÖVP-Abgeordneter Engelberg hier in der letzten Sitzung von diesem Rednerpult aus gesagt hat, dass genau dieses Katar die Terroristen der Hamas finanziert. Genau dieses Katar. Und ich glaube, ich liege richtig. Genau diese Terroristen der Hamas, die genau von diesem Katar finanziert werden, das waren doch diejenigen Terroristen, die Israel überfallen haben und die dort unschuldige Zivilisten massakriert und entführt haben. Und das ist doch der Grund, warum der Herr Bundeskanzler jetzt in Israel ist, um dort seine Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Gestern in Katar, heute in Israel. Gestern bei den Terrorfinanzierern, heute bei den Terroropfern. Das ist doch eine schnurgerade logische und moralische Linie. Oder vielleicht doch nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja,
Und der offizielle Vertreter, der Vizekanzler Kogler, der hat heute auch etwas Besseres zu tun, als hier dem Parlament Rede und Antwort zu stehen. Der nächste Flüchtling, vielleicht hat er den Tag der Fahne um einen Tag vorverlegt. Aber ich sehe das positiv, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich sehe das positiv. Er übt schon für die Zeit nach der nächsten Wahl. Denn nach der nächsten Wahl, da wird es hier herinnen keinen Werner Kogler mehr geben. Weder hier auf der Regierungsbank noch in den Reihen der Abgeordneten. Und das wird für Österreich ein Befreiungsschlag. Es wäre eigentlich gar kein Problem. Er würde voll und ganz durch die Lücke ersetzt werden, die er hinterlässt. Zu 100%. Es wäre kein Qualitätsverlust. Im Gegenteil. Es ist vom Gegenteil auszugehen. Aber weil das nicht erlaubt ist, dass ihn niemand vertritt, haben wir jetzt quasi die Vertretung der Vertretung. Die Frau Staatssekretärin wird heute das Wort ergreifen. Und wissen Sie was? Die Frau Staatssekretärin tut mir in diesem Fall fast leid. Denn sie ist jetzt in den nächsten 3 Stunden für die Zuseher zu Hause klar identifizierbar und erkennbar. Das Symbol der Ignoranz der Regierung gegenüber der Neutralität und der Souveränität Österreichs. Es ist so. Diese Regierung ist das nichts wert, was den Österreichern lieb und teuer und wichtig ist. Das ist der Kern der Regierungsperformance bisher. Ah ja, und dann schaue ich noch schnell in Richtung der Bundespräsidentenloge. Auch hier gähnende Leere. Das war ja auch klar. Es geht ja heute nur um die tragenden Säulen unserer Republik. Ja, bitteschön, wo kommen wir denn dahin, wenn der Bundespräsident sich aus seiner Blase herausbewegen würde, um sich mit diesen Dingen, um sich mit den tragenden Säulen der Republik auseinanderzusetzen? Ja, wenn es etwas Wichtiges gibt, wenn es etwas Wichtiges gibt, wie die Eröffnung eines 2 Millionen Euro teuren Luxusbrunnens in Zeiten der Teuerung, Hand in Hand mit den Spekulationssozialisten, mit den Schrebergartenspekulanten der SPÖ in Wien, dann hat der Herr Bundespräsident alle Zeit der Welt. Aber ins Parlament findet er nicht. Auch das ist sehr, sehr vielsagend. Und liebe Österreicher, ich frage Sie jetzt zu Hause, bemerken Sie hier ein Muster, bemerken Sie ein System? Das, was der Bevölkerung wichtig ist, das spielt für die selbsternannte politische Elite eine nachgeordnete oder überhaupt gar keine Rolle. Und das ist es, was wir als Regieren gegen die eigene Bevölkerung bezeichnen. Und deswegen braucht es in diesem Land dringend einen Wechsel. Wir gehen in diesen Tagen durch dunkle Zeiten. Wir gehen durch dunkle Zeiten. Zum einen haben wir den Krieg in der Ukraine. Abertausende Tote, Verstümmelte, Verletzte, Milliarden für Milliarden für immer schwerere Waffen, mehr als 14.000 Sanktionen und kein Ende in Sicht. Und zum anderen haben wir den terroristischen Überfall der Hamas auf Israel und damit einen weiteren Kriegsherd, der zu einem Flächenbrand ausarten kann, der sich entzünden kann, weit über den Nahen Osten hinaus, der eine Bedeutung annehmen kann, die auch auf Europa herüberschwappt, inklusive einer neuen Flüchtlingswelle. Und ich denke, dass es jetzt darum gehen muss, zu verhindern, dass unschuldige Menschen, egal auf welcher Seite, ihr Leben verlieren und leiden, weil Lösungen auf den Schlachtfeldern gesucht, gefordert und versprochen werden für Konflikte, die nur politisch zu lösen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht um Frieden. Es geht um Frieden. Und schauen Sie, dazu braucht es Neutrale. Und Österreich wäre ein solches neutrales Land. Morgen haben wir unseren Nationalfeiertag aus Anlass unserer immerwährenden Neutralität. Weil nur Neutralität schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist der einzige Schlüssel, um Konflikt- und Kriegsparteien zu einer Einigung zu bringen. Nicht parteiisch zu sein, nicht sich als Anwalt auf eine Seite zu schlagen, nein, sich als Mediator anzubieten. Sich als Mediator anzubieten, als Vermittler, als Brückenbauer, dessen Glaubwürdigkeit im Zuhören wollen und im Zuhören können besteht. Neutralität, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist Vertrauensaufbau und Spannungsabbau. Und so gesehen ist eine aktive Neutralitätspolitik nichts anderes als eine gute Sicherheitspolitik für das eigene Land und als eine gute Friedenspolitik für die gesamte Welt. Und das ist die Vision, die mir gefällt. Das kleine Österreich
im Herzen Europas als Friedensbringer für die ganze Welt. Das ist auch der Geist, den Bruno Kreisky in seiner Außenpolitik gelebt hat. Sie haben das alles vergessen und über Bord geworfen. Sie zerstören diese Neutralität, sie ramponieren sie, sie machen damit oder sie verludern ein kostbares Erbe von großen Staatsmännern der Vergangenheit. Meine Damen und Herren, beide genannten Brandherde haben ganz massive negative Auswirkungen in und auf Österreich. Aktuell werden wir fast täglich schon Zeugen von antisemitischen Kundgebungen, von Ausschreitungen, von Auftritten islamistischer Fundamentalisten. Wir haben tickende Zeitbomben in unserem Land, vielfach in dieses Land gekommen unter dem Deckmantel von Asyl. Alles das findet statt im Herzen unserer Bundeshauptstadt und der Sicherheitsapparat kapituliert mitten in Wien, wie er 2015/16 an unseren Grenzen kapituliert hat. Und im Falle des Kriegs der Ukraine zeigen sich die dramatischen Auswirkungen in wirtschaftlicher Hinsicht von der Industrie begonnen bis hinein in die Haushalte. Und jetzt frage ich mich, wo ist denn eigentlich Ihre Empathie? Wo ist Ihre Empathie und Ihr Mitgefühl? Wo ist Ihre ganze Betroffenheit, wenn es um die Opfer im eigenen Land geht? Absolute Fehlanzeige, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch, warum es so ist. Das ist deshalb so, weil diese österreichischen Opfer Opfer ihrer falschen Politik von fundamentalen Fehlentscheidungen sind, die Sie in der Vergangenheit getroffen haben. Sie wissen ganz genau, dass der Krieg in der Ukraine nicht automatisch und alternativlos zu Sanktionen geführt hat. Denn wenn es so wäre, dann hätte es auch bei anderen Angriffskriegen diese Sanktionen gegeben, aber es hat sie dort nicht gegeben. Die Wahrheit ist eine andere. Sie und alle, die sich hier beteiligt haben, Sie haben sich in einen Wirtschaftskrieg hineintreiben lassen. Sie haben unser Land in einen Wirtschaftskrieg hineingetrieben, im Gleichschritt mit der Europäischen Union und mit der NATO unter der Vergatterung der USA. Und die Menschen zahlen den Preis mit den Mieten bei der Tankstelle beim Einkaufen. Sie zahlen den Preis für das, was Sie Haltung nennen und was in Wahrheit nichts anderes ist als eine scheinheilige Doppelmoral. Und auch die Folgen des Krieges in Israel, die sich jetzt in unserer Heimat zeigen, die sind hausgemacht. Und die Ursache, die liegt in einer Masseneinwanderung, die Sie zu verantworten haben mit dem Dammbruch des Jahres 2015/16, wo Sie nicht nur tatenlos zugesehen haben, wie unsere Grenze gestürmt wurde, sondern wo Sie diesen Grenzsturm auch noch verklärt haben. Stichwort Fachkräfte, ohne die unser Wohlstand zugrunde geht. Stichwort Willkommenskultur, Stichwort Sternstunde der Humanität. Und diese Humanität haben in der Vergangenheit viele Frauen und Mädchen in diesem Land am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und unter Schwarz und Grün geht diese dramatische Entwicklung weiter. Und jetzt stehen Sie vor dem Erbe Ihrer eigenen Politik und bejammern die Zustände, die Sie selber herbeigeführt haben. Auf eine ganz kurze Formel gebracht, haben alle diese nachteiligen Entwicklungen für die Bevölkerung einen einzigen Dreh- und Angelpunkt. Sie, diese Regierung, alle Parteien, die mitgemacht haben und auch Ihr Bundespräsident, der es heute vorzieht, nicht hier zu sein, Sie haben die Neutralität und die Souveränität Österreichs zertrümmert und verraten. Sie sind die Täter und die österreichische Bevölkerung ist Ihr Opfer, weil sie nämlich nicht gefragt wurde, ob sie alles das will, aber weil sie alles das auszubaden hat, was Sie ihr einbrocken. Meine Damen und Herren, Sie sind offenbar vollkommen geschichtsvergessen. Es ist Ihnen nicht klar, dass Souveränität und Neutralität gemeinsam die Grundlage der Freiheit Österreichs bilden. Sie verstehen nicht, dass diese Freiheit ihrerseits die Grundvoraussetzung für die Verwirklichung der Selbstbestimmung eines jeden einzelnen Bürgers für Frieden, für soziale Sicherheit, für innere Sicherheit, für Aufstieg durch Leistung und für Wohlstand ist. Und Sie haben nicht verstanden, dass dieses Wissen und das Gespür dafür das Geheimnis gewesen ist für die lange Erfolgsgeschichte Österreichs über viele Jahrzehnte, die mit den Namen großer Staatsmänner wie Kreisky und Figl verbunden wird. Sie verstehen nichts und deshalb zertrümmern Sie alles. Und ich gebe Ihnen ein paar Beispiele für Ihre Anschläge, für Ihren Zerstörungskurs. Da ist Ihre
unglaubliche EU-Unterwürfigkeit. Ich rede da nicht von der Europäischen Union, der Österreich im Jahr 1995 beigetreten ist, sondern ich rede von ihren gefährlichen und schädlichen Mutationen, die sich in der Zwischenzeit gebildet haben. Ich rede von ihren zentralistischen und undemokratischen Wucherungen. Einheitswährung samt Schuldenunion, wahnwitzige Urteile europäischer Gerichte, die uns die Entscheidungsspielräume einschränken und zum Beispiel Abschiebungen verunmöglichen, Waffenlieferungen für die Ukraine, Reisefreiheit für Illegale, weil die Außengrenzen nicht verteidigt werden, Ökokommunismus namens Green Deal, freihändige Impfstoffbestellung über das Handy der Kommissionspräsidentin, systematische Zensur unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Desinformation oder der digitale Euro, der uns alle zu gläsernen Bürgern macht. Alles stört sie nicht. Es stört sie nicht. Ganz im Gegenteil. Anstatt die Menschen zu schützen, anstatt sich auf die Hinterfüße zu stellen, anstatt für die Österreicher zu kämpfen, arbeiten sie lieber daran mit, Österreich auch noch die letzte politische Selbstverteidigungswaffe, nämlich das Vetorecht, aus der Hand zu schlagen, nur weil sie zu feige sind, es zu benutzen. Und meine Damen und Herren, ein weiterer Anschlag. Der WHO-Pandemievertrag. Ja, ein Papier wie aus einer lupenreinen Diktatur. Da werden auf Basis der Corona-Krise Allmachtsfantasien ausgerollt. Was anderes ist es nicht. Alle Macht soll bei der WHO konzentriert werden. Nur dort, in dieser Weltgesundheitsorganisation, soll künftig entschieden werden, wann und wo eine Pandemie ausgerufen wird und vor allem, wie die konkreten Maßnahmen auszusehen haben, mit denen man darauf reagiert. Das heißt im Klartext, dass die nationalen Parlamente Pause haben, sie sind ausgeschaltet, die Staaten sind Befehlsempfänger, aber zahlen dürfen sie das Ganze. Ja, wenn Ihnen das gefällt, der Bevölkerung gefällt das nicht. Praktisch ist das Ganze für Totalitäre. Ja, eine Institution, eine Wahrheit, eine Linie und den Pluralismus, den kann man dann gleich als Feind der Weltgesundheit bekämpfen. Und Sie sind überall mit dabei. Sie delegieren Ihre Verantwortung an die Europäische Union, genauso wie Sie im Windschatten der Europäischen Union sich im Zusammenhang mit der Klimahysterie Zielen unterwerfen, wo nie ein Mensch in Österreich gefragt wurde, ob er das haben will. Der nächste Anschlag. Und so geht das munter dahin. Überall das gleiche Bild der Selbstaufgabe und überall ist Österreich das Opfer. Es ist ein trauriger Befund und nur die Freiheitliche Partei hält hier dagegen. Und in unserem dringlichen Antrag geht es deshalb heute um nichts Geringeres als um Frieden und um Freiheit, als um Wohlstand und um Sicherheit. Und es geht um den Schutz unserer Souveränität und Neutralität, weil diese beiden die tragenden Säulen aller der genannten gesellschaftlichen Werte sind, auch wenn Sie das nicht begriffen haben. Und diesen Schutz der Souveränität und der Neutralität, den kann in einer Demokratie nur die Verfassung bieten. Die Verfassung muss zu einer demokratisch-rechtlichen Festung werden. Und mit dieser Festung werden wir die Freiheit verteidigen gegen Angriffe von außen und gegen ihre Schwäche von innen. Das ist das, was die Bevölkerung verdient. Und den Weg, den haben wir schon vorgezeigt in einem entsprechenden Antrag. Wir wollen eine Änderung des Paragraphen 1 der österreichischen Bundesverfassung. Sie soll in Zukunft laufend Artikel 1, ja, Sie haben recht. Österreich ist eine demokratische, wehrhafte, immerwährend neutrale, souveräne Republik. Ihr Recht geht vom österreichischen Bundesvolk aus. Und das ist die Formel, die uns schützt vor allen Übergriffen der EU und anderer internationaler Organisationen, vor jedem Eingriff in unsere Souveränität und Neutralität und vor allem auch vor ihrer Mutlosigkeit und Schwäche. Und mit diesen vorgeschlagenen Änderungen, der Verfassung haben die Staatsbürger, der Souverän, das letzte Wort. Der Souverän und sonst niemand, weil jedes Mal bei großen Weichenstellungen die Bevölkerung das letzte Wort hat und nicht die selbsternannte politische Elite. Und das und nichts anderes ist die notwendige Rückankoppelung der Politik in einer Demokratie an den Souverän. Das ist gelebte Verfassungstreue, das ist echter Verfassungsschutz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und der heute
Der heutige dringliche Antrag hat nicht das Ziel, Sie zu überzeugen. Meine Güte, ich will ja nicht den Eindruck erwecken, als würde ich mich zu einem Bock hinstellen und versuchen, ihn zu melken und dann noch ein Sieb unterhalten. Bei Ihnen ist Hopfen und Malz verloren. Hopfen und Malz ist bei Ihnen verloren. Aber Gott sei Dank nimmt Ihr Weg bald ein Ende in dieser Regierung und in dieser Konstellation im Hohen Haus. Der dringliche Antrag, der richtet sich heute an die Abgeordneten hier herinnen, an die sogenannten Volksvertreter. An diese richtet er sich. Von Ihnen wollen wir heute wissen, von Ihnen wollen wir heute wissen, wer ist denn überhaupt noch bereit, so wie wir Freiheitliche, wer ist bereit, so wie wir Freiheitliche von der Regierung die Achtung unserer Souveränität und Neutralität zu verlangen? Wer ist bereit? Wer ist denn überhaupt noch bereit, von der Regierung den Ausstieg aus den neutralitätszersetzenden Sanktionen zu verlangen? Wer ist noch bereit, auf EU-Ebene den Einsatz des Vetorechtes zu verlangen, in der Asyl- und Migrationspolitik, in der sogenannten Klimapolitik, in der Finanz- und Währungspolitik, sowie gegen den Versuch, das Einstimmigkeitsprinzip aufzulösen? Wer ist dazu bereit, den Stopp der freiwilligen Unterordnung unter die Agenda 2030 der Vereinten Nationen zu verlangen? Und wer ist dazu bereit, die Ablehnung des von der WHO angestrebten Pandemievertrags zu fordern, um auch in der Gesundheitspolitik unsere Souveränität zu bewahren? Darüber werden Sie als Mandatare dieses Parlaments heute am Vortag unseres Nationalfeiertags abstimmen und Ihr Abstimmungsverhalten wird auf jeden Fall ein Bekenntnis sein. Es wird auf jeden Fall ein Bekenntnis sein. Entweder wird es ein Bekenntnis zu einer österreichfeindlichen Elitenpolitik sein, der sich diese Bundesregierung und ihre Unterstützer mit Haut und Haaren verschrieben haben, oder es wird ein Bekenntnis zur österreichischen Souveränität und Neutralität und damit zu den Grundpfeilern für Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, Frieden in unserer geliebten Heimat Österreich. Wir werden sehen, wie Sie sich entscheiden werden. Eines sage ich Ihnen, wir Freiheitliche wissen jedenfalls, was wir Österreich im Hier und Jetzt, was wir seinen Vergangenen und was wir seinen künftigen Generationen schuldig sind. Aber ich fürchte, wir sind in der Zwischenzeit die Einzigen hier in diesem Hohen Haus. In diesem Sinne, es lebe die neutrale, souveräne Republik Österreich. Genau 20 Minuten hat hier FPÖ-Chef Herbert Kickl jetzt den heutigen dringlichen Antrag begründet. Als nächstes am Wort ist jetzt die Staatssekretärin Claudia Plackholm, stellvertretend für Karl Nehammer, den Bundeskanzler, der heute nach Israel gereist ist. Ich darf die Mitglieder der Bundesregierung recht herzlich begrüßen und die Frau Staatssekretärin hat das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Abgeordnete zum Hohen Haus, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher der heutigen Parlamentssitzung. Wir sind heute hier zusammengekommen auf Wunsch einer Partei, um über etwas zu diskutieren, das selbstverständlich ist, nämlich die Neutralität unseres Landes. Die einzige Erklärung, die ich für diese Sondersitzung finde, ist, man will Angst und Verunsicherung schüren, wo es absolut keine Grundlage für Angst und Verunsicherung gibt. Es gibt hier im Hohen Haus, aber auch in der österreichischen Bevölkerung einen überwältigenden Konsens zur Neutralität Österreichs. Die Abschaffung der Neutralität, die steht absolut nicht zur Debatte. Es gibt keine Mehrheit hier im Parlament. Es ist selbstverständlich auch für die Volkspartei klar, dass wir zur Neutralität Österreichs stehen. Und es gibt auch keine Zustimmung der Menschen. Die Neutralität ist unser höchstes Gut. Und auch unser Bundeskanzler Karl Nehammer ist in dieser Frage sehr klar. Österreich war neutral, Österreich ist neutral und Österreich wird neutral bleiben. Die Neutralität ist für uns unumstößlich und einer der tragenden Pfeiler, auf dem unser politisches System, auf dem unsere Demokratie in Österreich auch beruht. Neutral zu sein bedeutet aber nicht, dass wir keine Meinung zu weltpolitischen Ereignissen, zu Krieg, zu Konflikten haben. Österreich ist militärisch neutral. Österreich wird aber politisch immer an der Seite derer stehen, die völkerrechtswidrig oder von Terror angegriffen werden.
Das haben Sie alle, alle hier im Parlament vertretenen Parteien auch miteinander bewiesen und bekundet, als Sie einem gemeinsamen Bekenntnis, in einem gemeinsamen Bekenntnis diesen bestialischen Angriff, den wir vor wenigen Tagen und Wochen erlebt haben, der Terrororganisation Hamas auf Israel verurteilt haben. Und ja, das beweist auch unser Bundeskanzler Karl Nehammer, indem er jetzt gerade auf dem Weg nach Israel ist. Terror ist durch nichts zu rechtfertigen. Der Terror ist Feind von Demokratien und deswegen ist der Terror auch unser aller Feind. Und Österreich ist militärisch neutral, wird militärisch neutral auch bleiben, aber niemals neutral gegenüber Terror sein. Die Neutralität alleine, die schützt uns aber nicht. Wir müssen vielmehr unsere Aufgabe wahrnehmen, die Neutralität selbst zu schützen, indem wir die Landesverteidigung aufrüsten und wieder aufbauen. Nur eine wehrhafte Neutralität garantiert auch eine wehrhafte Demokratie. Und aufgrund der Entwicklungen im Nahen Osten und in der Ukraine befinden wir uns heute gänzlich in einer anderen Realität. Einer Realität, die vor einigen wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten hätte. Eine Realität, in der wir den Fokus wieder auf die militärische Landesverteidigung legen müssen. Und genau das tun wir auch, als vor wenigen Tagen hier im Hohen Haus unser Finanzminister das Budget für das neue Jahr 2024 präsentiert hat. Im Budget ist es deutlich abgebildet und abgesichert. In den nächsten 4 Jahren stellen wir rund 18 Milliarden Euro für das Bundesheer zur Verfügung. Das sind 21% mehr als nur im Vorjahr. Und damit erreicht das Wehrbudget 2024 im nächsten Jahr erstmals 4 Milliarden Euro und 2027 sogar die 5 Milliarden Euro Grenze. Das ist eine Investition in die militärische Sicherheit, in die Sicherheit unseres Landes und am Ende des Tages natürlich in die Sicherheit der Menschen, die hier in Österreich leben. Nur eine wehrhafte Neutralität garantiert eine wehrhafte Demokratie und das äußert sich selbstverständlich auch in den Beschlüssen, die die Bundesregierung fällt. Wir nehmen unsere Verantwortung für die Menschen in unserem Land wahr und die Unterzeichnung der Absichtserklärung zum Beitritt von Sky Shield ist eines von vielen Beispielen dafür. Das ist ein Meilenstein in der Verteidigungspolitik. Mit Sky Shield wird ein Schutzschirm über die teilnehmenden Länder gespannt, der Drohnen und Raketen frühzeitig erkennen und abwehren kann. Welchen Wert so ein Abwehrschirm auch hat, das zeigt sich gerade dieser Tage und Wochen, wenn wir nach Israel blicken, wo tausende Hamas-Raketen abgefeuert werden und wo bereits jetzt mit einem ähnlichen System gearbeitet wird, das dort schützt. Wir müssen und werden Vorsorge treffen, um unser Land vor der Gefahr solcher Angriffe zu schützen. Und in der Luftraumüberwachung geht es am besten gemeinsam, gemeinsam im Verbund der europäischen Staaten. Und wer noch immer Zweifel daran hegt, ob das konform ist mit der Neutralität Österreichs, wenn wir Sky Shield beitreten, dann hat diese Person den Kern der Neutralität nicht verstanden und sollte auch wissen, dass die hochgelobte neutrale Schweiz auch diesem Bündnis Sky Shield beitreten wird. Das ist keine Frage der Neutralität, sondern eine Frage der Sicherheit. Und wenn es also heißt, vor allem von Ihnen, Herr Abgeordneter Kickl, nur Neutralität und Souveränität schützen unser Land, schützen Österreich vor Kriegstreiberei und Fremdbestimmung, dann muss man schon ganz klar sagen, es ist nicht das geschriebene Wort, das uns schützt, es sind die Taten und die Vorsorge, die uns schützen, indem wir das Bundesheer stärken, den Sicherheitsapparat ausbauen und unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, um eine wehrhafte Demokratie bleiben zu können. Wir haben in den vergangenen 4 Jahren durchgehend diese Verantwortung übernommen und genau das bewiesen. Wir haben unsere Unabhängigkeit, unsere Versorgungssicherheit, unseren Wohlstand gesichert. Wir haben die Gasversorgung sichergestellt und auch unser Versprechen gehalten, dass wir die heimischen Gasspeicher füllen werden. Wir haben die Asylbremse gezogen und damit eine geordnete Asyl- und Migrationspolitik in Österreich sichergestellt. Während deutsche Medien
Deutsche Medien, Herr Kickl, fragen nach wie vor, wie es uns das in dieser kurzen Zeit in Österreich gelungen ist und wie wir das machen. Wir haben mit einem umfassenden Entlastungspaket mit vielen Maßnahmen, von der ökosozialen Steuerreform bis zur Abschaffung der steigenden Steuererhöhung, dafür gesorgt, dass wir nachhaltige Schritte setzen, damit der Wohlstand in unserem Land erhalten bleibt. Und das Ergebnis ist eindeutig. Das Ergebnis ist eindeutig. Österreich ist und bleibt ein friedliches, sicheres und wohlhabendes Land. Und das möchte ich insbesondere am Tag vor dem Nationalfeiertag nochmals betonen. Während andere und vor allem Ihre Partei, die FPÖ, politisches Kleingeld schlagen, übernehmen wir Verantwortung. Und dazu lade ich Sie auch ganz herzlich ein. Gehen Sie diesen Weg gemeinsam mit uns und vor allem glauben wir gemeinsam an dieses Österreich. Dankeschön. Österreich müsse wehrhaft sein in der Verteidigung seiner Neutralität, sagt hier Staatssekretärin Claudia Plackholm. Nächste Rednerin ist jetzt von der FPÖ Susanne Fürst, die Verfassungssprecherin der Freiheitlichen. Zu Wort gemeldet ist nunmehr die Abgeordnete Fürst. Bitte sehr, bei ihr steht das Wort, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Minister, Staatssekretärin, Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Die Grünen brauchen nicht so nervös sein, wenn man darauf anspricht, warum der Herr Vizekanzler Kogler nicht da ist. Er war bei Aufruf der Sondersitzung um 13 Uhr angekündigt. Sie brauchen sich auch nicht aufregen. Und ich war schon gespannt drauf. Es wäre schon spannend gewesen, wenn er hier gewesen ist. Er verbreitet ja derzeit überall sein Demokratieverständnis, nämlich der Grünen. Und auch das ist Thema der heutigen Sondersitzung, weil er ist ja der Auffassung und gibt zu, dass die Freiheitliche Partei derzeit in den Umfragen bei gut 30% liegt. Was zieht er daraus für einen Schluss? Es sind immer noch 70% gegen die FPÖ und gegen einen Kanzler Kickl. Demokratieverständnis aller Grüne. Und jetzt ist er draufgekommen und hat zu Mittag nachgesehen, wo die Grünen in den Umfragen liegen. Das ist so im einstelligen Bereich, 8-9% nach seiner Logik. Was heißt das? Sind jetzt einmal so gut über 90% gegen eine grüne Regierungsbeteiligung. Das hängt mit dem heutigen Thema zusammen. Frau Staatssekretärin versichert uns, es bestehe kein Grund für Angst und Verunsicherung. Das finde ich wirklich charmant. Ist es nicht der Innenminister Ihrer Partei, der die Terrorwarnstufe 4 ausgerufen hat? Ich sage, das haben wir jetzt nicht so oft. Wir haben ein Wochenende hinter uns, wo wir Dinge gesehen haben auf öffentlichen Plätzen, die wir schon vorausgesagt haben. Sie haben gerade gesagt, das hat man nicht voraussehen können. Doch. Aber hier zu sagen, es gibt keinen Grund für Verunsicherung, ist mutig, uns positiv auszudrücken. Der Neutralitätsstatus hat uns 1955 in die Unabhängigkeit entlassen. Unabhängigkeit für Österreich zum Zweck der dauernden Behauptung unserer Souveränität. Die Neutralität war der Auftrag, sei mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten. Was heißt kein Beitritt zu militärischen Bündnissen und keine fremden Truppen hier? Was heißt in der Friedenszeit eine aktive, wehrhafte Verteidigungspolitik? Sie tun so, wie wenn Sie das jetzt erfunden hätten. Wir haben das immer verlangt. Und natürlich, wenn Krieg ist, gerade Krieg in Europa, eben gerade umso mehr eine aktive Neutralitätspolitik, weil wann, wenn nicht dann eben in Kriegszeiten, wo sie schlagend wird. Und das heißt nicht totale einseitige Parteinahme, sondern Zurückhaltung. Zurückhaltung und schauen, ob man zur Konfliktbeilegung was beitragen kann und nicht noch dazu beitragen, den Konflikt zu verschärfen. Und zu unterstellen, wenn man für die Neutralität eintritt, dass man da die Propaganda einer Kriegspartei übernimmt, ist einfach nur erbärmlich, nur um das hier mal festzuhalten. Und mir ist schon klar, um eine wirkliche, wertvolle, aktive Neutralitätspolitik zu verkörpern, braucht man Persönlichkeit, Rückgrat und eine Meinung. Ja? Spreche ich Ihnen ab? Natürlich, Sie sagen, Sie haben eine Meinung. Es ist aber die, ich habe schon das Gefühl, Sie hatten keine.
sind nach Brüssel gefahren, sind dann mit der Meinung von der Frau von der Leyen wieder herausgekommen. Die hat es an anderer Stelle genauso gemacht, weil nur da, daraus wird klar, dass sie alle denselben Zettel haben und alle dieselben Sätze verwenden, weil wenn man eigene Gedanken hat, eine eigene Meinung, dann würde man meinen, dass man das auch unterschiedlich formulieren kann. Und zu Ihrem Realitätssinn. Auch der Innenminister Karner, es hat auch geheißen eigentlich, er ist da, er war in der Pressestunde am vergangenen Sonntag. Und er hört nicht auf. Und ein für alle Mal, hören Sie auf, die Freiheitliche Partei in die Nähe von Extremismus zu stellen, in die Nähe von Hasspredigten und uns als Sicherheitsrisiko darzustellen. Damit meinen Sie nämlich auch die Wähler. Und das sind zumindest derzeit um die 30% der Bevölkerung. Und ein für alle Mal. Und wenn Sie sagen, mit so wem kann man nicht zusammenarbeiten, entscheidet eigentlich der Wähler, aber auch Ihr Demokratieverständnis. Es ist auf jeden Fall in höchstem Maße nicht in Ordnung, unfair und wirklich demokratiefeindlich, das so zu sagen, unsere Partei, unsere Vorfeldorganisationen, inklusive Herrn Obmann-Kickl, irgendwie in die Nähe von Extremismus zu stellen. Denn Sie gehen damit auf jene los, auf uns, die seit Jahren genau vor den Entwicklungen warnen, die wir jetzt auf den Straßen sehen. Genau davor haben wir gewarnt und sind dafür ins rassistische, fremdenfeindliche, islamophobe Eck gestellt worden, mitsamt unseren Wählern. Wir beobachten das aber schon, was jetzt auf den Straßen los ist. Nicht nur in Wien, in Linz, Salzburg, Innsbruck. Da sehen wir nun den tatsächlichen, gefährlichen, religiös motivierten, fanatischen Extremismus. Dem sollte sich der Verfassungsschutz widmen. Das ist bisher negiert, verschwiegen, verharmlost worden. Wir haben es vorausgesagt. Und jetzt haben wir das, was wir vorausgesagt haben. Offene Gewaltaufrufe auf unseren Straßen, offene Hassparolen. Ich bin mit diesem Wort sehr, sehr sparsam, weil ich wirklich für die Meinungsfreiheit bin. Aber das ist jetzt echter Hass und echter Aufruf von Gewalt. Ich habe es mir angeschaut, die Versammlungen. Bedauerlicherweise auch viele junge Frauen. Sie tragen das Palästinensertuch, war einmal ein Modeaccessoire der Linksextremen. Jetzt und war immer schon ein hochpolitisches Zeichen. Nämlich das Tuch der Fedayin, wenn es Ihnen bekannt ist, der arabische Ausdruck für die Anhänger palästinensischen Gruppenmitglieder, die wirklich für den fanatischen, gewaltbereiten Widerstand sind gegen den Westen, gegen Israel. Die stehen für die Selbstmordattentate. Sie sind bereit, für ihre Sache zu sterben, wobei sie es leider dann meistens vorziehen, andere zu töten, wie jetzt das die Hamas gemacht hat in Israel. Und der Herr Innenminister setzt sich 2 Wochen nach diesem grauenhaften Attentat der Hamas auf Israel, auf diese jungen Leute, wo so viele gestorben sind und jetzt noch Geiseln sich in deren Hand befinden, 2 Wochen nachher und nach diesen Freudenskundgebungen auf unseren Straßen, und dem werden Sie nicht mit verschärften Strafen Herr. Das sind Freudenskundgebungen von den Muslimen, die hier leben, wie Sie es immer bezeichnet haben. Und 2 Wochen wirklich voller Drohungen gegen unsere westliche Welt, gegen Israel, gegen die jüdische Gemeinde, aber gegen alle Nicht-Muslime. Sie hätten sich ja auch in unseren Schulen einmal erkundigen können. Die Kinder leiden da nämlich schon seit Jahren darunter. Drohungen, Gewaltaufrufe gegen die Gastgeberländer, allen voran Österreich, Deutschland, Frankreich, die diese Menschen großzügig aufgenommen haben. Und nach wie vor gehen Sie auf uns los, obwohl wir genau vor diesen Entwicklungen und der Islamisierung der Gesellschaft gewarnt haben. Und jetzt fällt Ihnen nichts mehr ein. Wir haben das vorausgesagt. Und uns, ich verstehe es, dass Ihnen nicht mehr einfällt. Und Sie reden von politischem Kleingeld, das wir mit dieser Sondersitzung machen, angesichts dieses Themas. Und dabei gehen Sie her und bezeichnen unser Sicherheitsrisiko. Das ist politisches Kleingeld, weil Sie keine Antworten haben auf unsere Politik und unsere Antworten, die die Bevölkerung überzeugend findet. Und das Sicherheitsrisiko
Das Sicherheitsrisiko ist diese Bundesregierung. Diese Bundesregierung mit ihren Äußerungen. Frau Edtstadler war heute im Ausschuss, EU-Unterausschuss, fantasiert jetzt schon von härteren Strafen und von den Securities, die notwendig sind, an den Stammtischen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber auf den Straßen lässt man das jetzt alles, wie es ist. Sieht man schon, wes Geisteskind sie ist. Und Frau Edtstadler war es, die sich in der UN-Versammlung hinsetzt und ein schärferes Vorgehen gegen Russland vorbringt. Das muss man sich einmal vorstellen. Österreich ist neutral. Sie hat uns damit exponiert und nimmt das ganze Land in Geiselhaft. Das ist unglaublich, dass sie das macht. Das ist eitle Profilierung. Und sie brüstet sich um die Wette mit der Justizministerin Zadic, wer den Putin als erster verhaftet, wenn er Österreich betritt. Er kommt eh nicht her. Aber was soll das? Was soll das für ein kleines, neutrales Land? Tragt nichts bei. Wir sind leider kein neutraler, souveräner Staat mehr. Das ist das Thema der heutigen Sitzung. Denn ein souveräner Staat braucht funktionierendes Staatsgebiet. Das geht nur mit Grenzkontrollen. Haben wir nicht. Wir haben die Grenzen heruntergelassen zugunsten der EU-Außengrenzen. Diese werden jetzt absichtlich offen gelassen. Und ihr sagt in Brüssel nichts dagegen. Da wird geredet von der Asylbremse. Unglaublich. Der Herr Innenminister hat sich in Brüssel der Stimme enthalten bei der EU-Krisenverordnung. Das muss man sich mal vorstellen. Für Österreich, eines der Länder oder das wahrscheinlich das Land mit der höchsten Asylquote, und wir haben keine funktionierenden Staatsgewalten mehr und keine Bevölkerung, die sich einig ist in unseren Werten. Die Bundesregierung muss zurückkommen und die verfassungsmäßige Aufgabe des Staates verkörpern. In der New York Times ist vor kurzem gestanden, die Welt braucht mehr Neutrale. Die Welt braucht mehr Neutrale, zitiert hier Susanne Fürst, die Verfassungssprecherin der FPÖ, die New York Times. Zurückhaltung und einen Beitrag zur Konfliktlösung, das wäre unter Neutralität zu verstehen, hat sie in ihrer Rede gesagt. Am Wort ist jetzt der ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. Die FPÖ steht dort, wo Sie, Herr Klubobmann-Kickl, sie hingestellt haben. Und dass das der rechtsextreme Rand ist, ist Ihre Verantwortung und von sonst niemandem. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren, die dieser Sitzung zusehen. Ja, regen Sie sich nicht so auf, meine Kollegen und Kolleginnen von der FPÖ. Ich weiß schon, es ist nicht Ihr Geschäftsmodell, Gespräche zu führen. Es ist auch nicht Ihr Geschäftsmodell, Lösungen zu suchen. Und es ist auch nicht Ihr Geschäftsmodell, internationalen Gesprächspartner zu sein, weil außer der AfD redet mit Herrn Kickl ja überhaupt niemanden. Wir sind aber sehr froh, dass das beim Bundeskanzler und der Bundesregierung anders ist. Und daher ist es gut und richtig, dass der Bundeskanzler heute in Israel ist, um hier Gesprächskanäle offen zu halten und Gespräche zu führen. Dass Sie das nicht schätzen und wollen, das wissen wir seit dem Ukraine-Konflikt. Da reden Sie zwar davon, dass man sich an einem Tisch setzen soll, aber Sie kritisieren es immer dann, wenn es Ihnen passt, weil Sie an konstruktiven Lösungen im Ausland so wenig interessiert sind wie im Inland. Und ich sage Ihnen auch etwas, Ihr Vorschlag für die Verfassung. Sie reden immer von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Dann seien Sie doch so ehrlich und sagen Sie, das ist der Austritt aus der EU. Man kann es ja sagen, aber man kann es nicht verstecken. Und diese Unehrlichkeit, die Sie hier an den Tag legen, kann nur zwei Gründe haben. Die eine wäre Ahnungslosigkeit. Das unterstelle ich Ihnen nicht. Dazu kenne ich die Kompetenz von manchen in Ihren Reihen in rechtlichen Belangen zu gut. Aber die zweite Erklärung ist, dass Sie den Menschen in unserem Land Sand in die Augen streuen wollen und das unter dem Vorwand für Neutralität und Souveränität einzutreten. Ich sage Ihnen eines. Überall in dieser Republik ist die Souveränität unseres Landes und auch die Neutralität besser aufgehoben wie bei Ihnen, sehr geehrter Herr Kickl. Wohin führt denn ein Weg,
eines Volkskanzlers Kickl, der Sie so gerne sein wollen. Der zum Volk führt er nicht, weil wir haben uns ja das angesehen. Also Sie ziehen ja vor, nur einen Teil des Volkes mit Ihrer Anwesenheit zu beglücken, nämlich bei Parteiveranstaltungen. Darüber hinaus isolieren Sie sich ja, so wie Sie Ihre gesamte Partei isolieren. Das ist aber kein Modell für Österreich und das ist auch kein Volkskanzler, weil Souveränität und Neutralität verträgt sich mit Ihrer Politik gar nicht. Ich weiß schon, dass Sie mit sich herumtragen, dass Sie als Innenminister versagt haben. Aber dafür kann dieses Land nichts, dafür kann auch dieses Volk nichts. Sie haben jene Einrichtung, die vor Terror schützen soll, zerschlagen. Sie haben sie zerschlagen. Ja? Und heute wissen Sie, wie notwendig eine Terrorschutzeinrichtung für unser Land ist. Und Sie trauen sich von Souveränität, von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit hier reden. Ihnen ist die Destruktion, die Zerschlagung, das ist Ihr Modell für dieses Land. Sie haben noch keinen konstruktiven Beitrag hier geleistet für die Krisen, die wir bewältigt haben und für die Schwierigkeiten, durch die wir dieses Land geführt haben. Für Sie geht es immer nur um eine Selbstverzwergung dieses Landes, für eine Festung, für eine Verkleinmachung dieses Landes. Das ist nicht unser Weg. Und ich sage Ihnen auch, so wie Sie als Innenminister ein Gefährder für die innere Sicherheit waren und immer noch sind, sind Sie auch ein Gefährder der äußeren Sicherheit. Jetzt sagen Sie, Sky Shield, woher kommen die Raketen? Die fliegen doch über NATO-Land. Ja, jetzt ist auf einmal NATO-Land gut. Jetzt verlangen Sie Solidarität internationale. Aber gleichzeitig sagen Sie, eine böse Organisation ist das und raus aus den internationalen Organisationen. Recht verzwergen, verkleinern, Isolation, das hat noch nie zum Erfolg geführt. Das ist rückwärtsgewandt, nicht um ein Jahrhundert, sondern um mehrere Jahrhunderte. Wohin führt ein Weg des Volkskanzlers Kickl unser Land? Dieser Weg führt uns schnurstracks, Stichwort Radio Moskau, Radio Putin, in neue Abhängigkeiten. In Abhängigkeiten von Russland und auch, der führt uns auch zu den Taliban. Ich frage mich, wie war denn das? Was tun Proponenten Ihrer Partei bei den Taliban? Und letztlich wird er uns auch zu den Ayatollahs führen und zur Hamas. Das ist der Weg, den die Freiheitliche Partei unter Ihrer Führung gehen wird. Das ist nicht unser Weg. Damit liefern Sie dieses Land, aber ganz Europa, unsere freie Demokratie an Diktatoren und Terrororganisationen aus. Sie sind ein Gefährder für die Selbstbestimmung dieses Landes und Sie sind auch ein Gefährder für die Neutralität dieses Landes. Es geht Ihnen darum, in diesem Land das zu zerschlagen, was diese Gesellschaft zusammenhält. Es geht Ihnen um Destruktion, um Polarisierung, um Spaltung, um Verzwergung und Isolation. Das ist nicht der Weg, den wir in Österreich haben wollen. Das ist nicht unser Österreich, Herr Kickl. Diese Bundesregierung, der Bundeskanzler, die Bundesregierung und auch die Volkspartei stehen für ein souveränes Land, für ein neutrales Land, für eine weltoffene Demokratie und für eine freie Gesellschaft. Das ist unser Österreich und deshalb glauben wir auch an Österreich. Christian Stocker war das, der ÖVP-Generalsekretär. Die FPÖ würde eine Verfestung, eine Kleinmachung des Landes betreiben, sagt er, und den Menschen Sand in die Augen streuen. Am Wort ist jetzt SPÖ-Verfassungssprecher Jörg Leichtfried. Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, auf der Regierungsbank, sehr geehrte Damen und Herren, der Herr Kickl will also die Neutralität sichern. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wie unglaubwürdig kann man eigentlich sein? Wie kann man eigentlich die eigene Geschichte verleugnen? Wie schnell kann man vergessen, was man in der Vergangenheit gesagt und getan hat?
Wissen Sie, Herr Kickl, was am 26.10.1955 war? Da hat die VDU, Ihre Vorgängerorganisation, als einzige Partei gegen die Neutralität gestimmt. Als einzige Partei gegen die Neutralität gestimmt. Jetzt kommen Sie her und spüren Sie da als Hüterin dieser Neutralität auf. Was war im Jahr 1998? Was war da? Da gab es einen dringlichen Antrag der FPÖ zum NATO-Beitritt, Herr Kickl, 1998. Was war 2004? Wissen Sie noch, was 2004 war? Da hat Ihr damaliger Vorsitzender, der Jörg Haider, gemeint, man sollte der NATO beitreten, unbedingt der NATO beitreten. Und jetzt frage ich Sie, Herr Kickl, wer hat denn damals die Rede für Herrn Haider geschrieben? Waren das vielleicht Sie, Herr Kickl, unter Umständen? Der Herr NATO-Kickl zu dieser Zeit. Aber lassen wir Vergangenheit Vergangenheit sein. Das mag ja sein, dass Sie Ihre Meinung geändert haben. Ne? Aber die Nagelprobe ist wohl, wie verhält sich die FPÖ jetzt? Wie verhält sich die FPÖ jetzt gegenüber der Neutralität? Was hat das mit Neutralität zu tun, wenn man eine Delegation zu den Taliban schickt, Herr Kickl? Ist das neutral, wenn man dort Leute hinschickt? Sagen Sie mir das einmal. Und was hat es mit Neutralität zu tun, wie Sie sich jetzt bei diesem menschenverachtenden Überfall Russlands auf die Ukraine verhalten? In den letzten Jahren 30 pro-ukrainische Anträge, die wahrscheinlich vom Inhalt auch eine Mehrheit in der Staatsduma, eine Mehrheit in der Staatsduma gehabt hätten, Herr Kickl, und keinerlei Unterstützung für die Menschen, die im Bomben- und im Raketenhagel gelegen sind. Das ist Ihre Neutralität, das ist Ihr Neutralitätsbegriff. Wissen Sie, was das ist? Das ist parteiisch. Sie sind ausschließlich parteiisch in diesen Fragen und Sie stehen wieder mal auf der falschen Seite der Geschichte. Das ist auch typisch für die FPÖ. Ich habe jetzt wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben auch Applaus von der ÖVP bekommen, aber ich kann natürlich auch die ÖVP und Sie, Frau Staatssekretärin, nicht ganz bei dieser Frage herausen lassen. Man muss schon auch sagen, dass die ÖVP nicht immer es gut gemeint hat mit der Neutralität und meines Erachtens ist es auch immer noch nicht gut meint. Ich darf zurückkommen auf den ehemaligen Bundeskanzler Schüssel, der NATO beitreten wollte. Ihr Ex-Präsidentschaftskandidat Andreas Kohl sogar im Jahr 2022 Ambitionen gezeigt, der NATO beizutreten. Also auch diese ÖVP-Politik, muss ich Ihnen offen sagen, geschätzte Damen und Herren, braucht Österreich nicht. Das ist nicht das, was wir für Österreich wollen. Geschätzte Damen und Herren, es war immer die Sozialdemokratie, die auf Seiten der Neutralität, auf der Seite des neutralen Österreichs gestanden ist, von 1955 weg. Und es wird immer die Sozialdemokratie sein, weil es inzwischen die einzige Partei ist, die glaubwürdig, glaubhaft und seriös auf diese Neutralität Acht gibt. Wissen Sie, da meine Redezeit zu Ende geht, möchte ich vielleicht mit einem Vergleich enden, der relativ passend ist. Ich würde lieber meinem Hund ein Würstel anvertrauen, als die Neutralität der FPÖ. Herzlichen Dank. Zu Wort gemeldet ist der Dr. Remon. Danke, Herr Präsident, werte Mitglieder der Bundesregierung. Sehr geehrter Herr Kickl, Sie hatten ja viele Reden, die nicht besonders gut sind, aber die war besonders fad. Wahrscheinlich, weil Sie selbst wissen, wie schwach das ist, was Sie hier aufführen. Sie haben einen 16-seitigen Antrag, wo Sie alles Mögliche auflisten, nicht weil es politisch hier relevant wäre, sondern weil Sie den 5 Minuten nach der Sitzung in diverse Chatgruppen schicken werden, um dort Verschwörungstheoretiker mit Material zu versorgen. Und damit veräppeln Sie Ihre eigene Wählerinnenschaft. Sie wissen selbst...
Sie wissen selbst, dass das, was Sie da aufführen, ein Schmäh ist. Warum? Sie erzählen den Leuten, weil Österreich Verträge abgeschlossen hat, ist es nicht mehr souverän. Ja, stimmt, das ist so, wenn man einen Vertrag abschließt. Jeder einzelne Ihrer Wähler und Wählerinnen, der einen Mietvertrag hat, soll froh sein, dass der Vermieter nicht mehr souverän ist und Sie nicht innerhalb von 2 Minuten vor die Tür setzen können. Jeder einzelne Ihre Wählerinnen und Wähler, die einen Arbeitsvertrag hat, soll froh sein, dass der Arbeitgeber nicht mehr souverän ist, dass sie einen Gehaltsanspruch haben, Urlaubsanspruch haben, Krankenstand gehen können. Und deswegen unterschreibt die Republik Österreich Verträge und bindet Mächtigere, bindet Pharmakonzerne. Und wenn sie gegen einen Gesundheitsvertrag sind, dann machen sie nur die Pharmakonzerne frei. Und niemand weiß das besser als Sie, niemand weiß besser als Sie, wie Sie mit Ihren eigenen Wählerinnen umgehen und wie Sie die am Schmäh halten. Die NATO-Geschichte ist überhaupt der beste Schmäh. Hier sind 4 Parteien, die für die Neutralität eintreten. Sie jetzt plötzlich, wie wir gehört haben. Niemand hier fordert einen NATO-Beitritt und Sie malen das Problem an die Wand. Wir haben ein anderes Problem. Die NATO wird uns nicht einmal nehmen, wenn wir wollten. Das ist das Problem. Wir bringen nicht einmal einen Transportflieger in die Luft. Ich habe auf den Zwischenruf gewartet, dass das von den Grünen kommen würde. Aber die Grünen haben nicht diesen Transportflieger verkommen lassen. Der Minister hat Kunasek geheißen, mit dem sind Sie in der Regierung gesessen zu dieser Zeit. Sie sind in dieser Regierung gesessen, die der österreichischen Verteidigungsfähigkeit nicht mehr aufrechterhalten können. Wenn Sie das auf die Grünen schieben wollen, danach kommt der Kollege Stöckmüller, wird Ihnen erklären, wie vernünftige grüne Verteidigungspolitik ausschauen sollte. Wir haben einen roten, einen schwarzen und blauen Verteidigungsminister gehabt. Vielleicht wird es einmal Zeit für einen Grünen. Der Kollege Stöckmüller wird Ihnen das erklären, wie das geht. Was wir machen müssen, ist aktive Außen- und Verteidigungspolitik, aktive Politik, weil wir können nicht weiter als Trittbrettfahrer durch diese Weltpolitik fahren. Wir brauchen aktive Außenpolitik, wenn wir die nächsten 20 Jahre die Mitgliedstaaten der Union und andere Länder im Stich lassen, werden wir irgendwann im Stich gelassen, wenn wir es brauchen. Auf das bereiten Sie Österreich vor, auf sonst nichts. Aber das stärkste Werkzeug, das Österreich hat, ist logischerweise nicht die NATO oder das Bundesheer. Das stärkste Werkzeug ist die Europäische Union und das wollen Sie Österreich aus der Hand schlagen. Wenn wir souverän sein wollen, unabhängig sein wollen, das ist das allererste, was wir machen müssen, uns von Diktaturen und Autokratien unabhängig machen. Zum Beispiel, indem wir aus Gas und Öl aussteigen, weil dort schieben wir Regimen das Geld nur so rein. Die Milliarden buttern wir dort rein. Und Sie wollen, dass wir bei diesen Energieformen bleiben und das weiterhin so machen. Die beste Souveränitätspolitik, die wir machen können, ist die Unabhängigkeit von Öl und Gas. Das ist es. Um die Abhängigkeit auszuleben, die Sie eingeführt haben. Deswegen sollen wir das machen. Es gibt zwei Autokratien, Gruppen von Autokratien, von denen wir uns besonders unabhängig machen müssen. Das ist Russland, wo wir das Gas finanzieren, und die Golfstaaten inklusive Iran, von denen wir uns ölmäßig unabhängig machen. Das ist es. Was Russland angeht, Sie bestreiten so gern, dass Sie einen Freundschaftsvertrag hatten mit Russland. Stimmt, Sie haben mit der Partei Putins einen Arbeitsvertrag gehabt. Zu Verträgen habe ich Ihnen schon was erklärt. Ich habe Ihnen den im Buch gezeigt. Ja. Ich weiß, was da drin steht. Ja, da steht drin, Sie verpflichten sich gemeinsam mit der Partei Putins zur Stärkung der Freundschaft und der Erziehung der jungen Generation im Geiste von Patriotismus und Arbeitsfreude. Wer sind Sie eigentlich, dass Sie mein Kind zur Arbeitsfreude erziehen wollen und zum Patriotismus? Was haben Sie Österreichs Jugend zu erzählen, wie die zu erziehen ist, gemeinsam mit Putin? Wie kommen Sie? Und Sie reden von Souveränität und Unabhängigkeit. Wenn wir souverän sein wollen, dann bitte ohne Putin und ohne diese Autokratie. Und damit kommen wir zu dem Geld, das wir an Golf schicken, an die Ölstaaten, und wo wir den islamischen Fundamentalismus finanzieren. Den islamischen Fundamentalismus, den Sie angeblich so lang kritisieren, finanzieren wir genau mit den Energieformen, an denen Sie noch Jahrzehnte festhalten wollen. Sie sind die, die uns daran binden. Aber Sie haben ja nichts gegen den Fundamentalismus, gegen den islamischen. Das Einzige, was Sie stört, ist, wenn die da sind. Wenn die da sind, das sind beides Stammesgesellschaften, unsere Rechtsextremen und Sie, wollen alle untereinander bleiben. Wenn das räumlich getrennt ist, ist Ihnen alles wurscht. Inhaltlich haben Sie überhaupt kein Problem, deswegen fliegen Ihre Parteifreunde nach Afghanistan. Sie haben dasselbe Frauenbild, in der Rückständigkeit dasselbe Familienbild. Sie haben denselben Umgang mit Homosexuellen, besonders die Angst vor Männern. Das ist komplett gleich zwischen Ihnen. Sie haben in den gesamten Gesellschaften überhaupt keinen Unterschied. Erkennen tut man den Unterschied zwischen den Islamisten und den Freiheitlichen nur an der Wange. Die anderen haben einen Vollbart und die anderen einen Schmies. Sonst gibt es dort gar nichts. Und das ist das Erste, Sie haben doch denselben Zugang zum Antisemitismus seit Jahrzehnten. Antisemitische Parteien und Organisationen, Rechtsextreme genauso wie islamistische,
Das ist doch das eigentliche Problem, über das wir jetzt ganz besonders reden. Und ich sage Ihnen was, wenn Sie über die Sicherheit Österreichs reden wollen, die Sicherheit Österreichs ist nur so groß, wie die Sicherheit der gefährdetsten Gruppe in Österreich ist, wie die Sicherheit der Minderheiten in Österreich ist. Und wenn Juden und Jüdinnen in Österreich wieder gefährdet sind, dann ist die Sicherheit Österreichs derzeit am Boden. So schaut's aus. Der Präsident der islamischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, hat vor 3 Monaten gefordert, im Rahmen des Antisemitismusplanes für Österreich, dass die Freiheitlichen sich niemals an einer Regierung beteiligen dürfen oder niemals daran beteiligt werden sollen. Das schlägt ein oberster Vertreter der Juden, Jüdinnen in Österreich vor. Das ist gelebter Antisemitismus in Österreich. Ich hoffe, dass sie niemals an einer Regierung beteiligt werden. Nie wieder bis jetzt. Michel Raimon war das von den Grünen. Wie emotional die Debatte heute geführt wird, merkt man an den immer wieder lauten Zwischenrufen. Am Wort ist jetzt die Clubobfrau der NEOS, Beate Meindl-Reisinger. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir diskutieren heute über ein Thema, ich glaube, das uns alle sehr betrifft, gerade in solchen Zeiten, nämlich die Sicherheit Österreichs und die Sicherheit Europas. Danke sehr. Die Frage ist, was bedeutet die Sicherheit für uns? Und man könnte ja zu dem Schluss kommen, dass Sicherheit bedeutet die Abwesenheit von Krieg oder die Abwesenheit von Konflikten. Aber wenn wir uns jetzt in der heutigen Situation die Bedrohungslagen anschauen, und ich glaube, das geht allen Menschen in Österreich so, wenn sie den Fernseher aufdrehen, die Nachrichten schauen, dass insgesamt das, also gelinde gesagt, mulmige Gefühl steigt, was einfach Krisenherde und Kriege in der Welt betrifft, so ist es nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern auch ein Zustand, in dem wir sicher sind, dass wir uns frei entfalten können, dass wir so leben können, wie wir wollen und sich jeder Mensch ohne Angst vor äußerer Bedrohung völlig frei entfalten kann. Das ist das Wesen auch des Versprechens, auch, das wir geben in einer offenen Gesellschaft und einer liberalen Demokratie, dass jeder und jede so, wie er oder sie möchte, sein und ihr Leben gestalten kann. Wir haben enorme Herausforderungen. Und es ist ja tatsächlich so, in dieser Schreierei von 20 Minuten vom Herrn Kickl sind ja auch viele Probleme richtig angesprochen worden. Vom Klimawandel über Migration, Schutz der europäischen Außengrenzung und natürlich auch die Sicherung der Energieversorgung. In all diesen Fragen wissen wir alle doch eines, wir sind gemeinsam stärker als allein. Warum, frage ich also hier, sollte gerade beim Thema Sicherheitspolitik die Sachlage anders sein? Warum sollte ausgerechnet, wenn es um die Frage der Sicherheit der Menschen in Österreich, die Sicherheit Österreichs und die Sicherheit Europas, es so sein, dass man auf einmal sagt, alleine sind wir stärker als gemeinsam? Das ist das Gegenteil, ist doch der Fall. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg, der Terrorüberfall der Hamas auf Israel, was ist Ihre Antwort darauf? Besser allein als gemeinsam? Besser isoliert als zusammen in Europa? Es will mir einfach nicht in den Kopf. Und wissen Sie, die FPÖ hat da auch mal eine andere Position dazu gehabt. Das ist schon ganz interessant, da manchmal in die Archive zu schauen, dass quasi einer ihrer Chefideologen, der Herr Mölzer, das früher ja ganz anders gesehen hat. Da finden sich ja ganz interessante Aussagen zur EU und zur Frage der Neutralität. Da hat er gesagt, ich glaube, es war im Jahre 1900, muss ich jetzt nachschauen, in den 90er Jahren, hat er gesagt, dass mit dem EU-Beitritt der biedere Angehörige der österreichischen Nation zur Kenntnis nehmen muss, dass das angeblich primäre Kriterium seiner Identität, eben diese Neutralität, auf dem Misthaufen der Geschichte landen dürfte. Das haben Sie gesagt, das kommt aus Ihren Reihen. Das Gegenteil der neutralen Kleinstaaterei ist der Reichsgedanke. Das neue Europa kann nur an den alten Reichsgedanken anknüpfen. Neutralität, Neutralismus, das ist das, was Sie betreiben. Neutralismus, nicht einmal mehr politisch Position zu beziehen, so feig zu sein
oder schlechthin der Typus des Neutralen werden für dieses Europa uninteressant, ja unverträglich sein. Schreien Sie nicht so rum. Es gibt auch aus den Mitte der 2000er Jahre ein interessantes Zitat, wo der Herr Mölzer sagt, die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU muss völlig unabhängig von den USA erfolgen. Wir brauchen eine europäische Armee und internationale Eingreiftruppen. Also wissen Sie, das ist schon ganz spannend, dass Sie diese Sondersitzung einberufen haben und eigentlich wieder besseren Wissens sagen, die Neutralität schützt. Denn niemand wird nicht angegriffen, bloß weil er neutral ist. Die Frage ist also, sind Sie ein verlässlicher Partner beim Thema Sicherheit für Österreich und Europa? Und da werfen natürlich die Beziehungen Ihrer Partei zu Russland und speziell zum Kreml doch sehr ernsthafte Fragen auf. Wie kann denn eine Partei, die so eng mit dem Kreml, mit Putins Partei verbunden ist und mit dem Aggressor, der gerade die europäische Sicherheitsordnung untergräbt und wahrscheinlich die größte Bedrohung für den Frieden und die Freiheit auf unserem Kontinent ist, wie kann eine solche Partei ernsthaft von sich behaupten, die Sicherheit Österreichs vertreten zu können? Ein Blick auf die Fakten. Laut dem jährlichen Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat Russland seine Aktivitäten zur Beeinflussung der österreichischen Innenpolitik in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Also der Kreml versucht auch hier in Österreich innenpolitisch Einfluss zu gewinnen. Und wer steht im Mittelpunkt dieser Aktivitäten? Die FPÖ. Es ist überhaupt kein Geheimnis, es ist angesprochen worden, dass Sie eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreml haben, mit der Partei von Putin, einiges Russland. Eine Partei, die die Annexion der Krim durch Russland gemacht hat und Ihre Partei hat das unterstützt in zahllosen Statements. Ein Akt, der das Völkerrecht verletzt hat und letztlich die europäische Sicherheitsordnung ernsthaft bedroht. Also es ist völlig klar, dass die FPÖ hier überhaupt nicht auf der Seite der Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher und schon gar nicht der Sicherheit Europas steht, sondern im Gegenteil diese Sicherheit massiv aufs Spiel setzt, indem sie die Interessen Russlands über die Interessen unseres Landes steht. Ich bin davon überzeugt, dass die Stärkung der Sicherheit Österreichs und das Wissen mittlerweile die Österreicher sehr gut nur in einer Stärkung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und der Stärkung der Wehrhaftigkeit Europas liegt. Wir sind nämlich gemeinsam stärker als alleine. Wir brauchen eine stärkere Integration in der Sicherheitspolitik. Wir brauchen tatsächlich als Vision eine echte europäische Armee. Keine Aufgabe der nationalen Armeen. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere Werte, unsere europäischen Werte, unsere Freiheit und auch der Frieden auf unserem Kontinent für unsere Kinder gesichert sind, nachhaltig bewahrt werden können. Wehrhaft zu sein bedeutet aber auch, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit stärken müssen. In militärischer Hinsicht, in ziviler Hinsicht, in geistiger Hinsicht und auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Und Sie kennen unsere Haltung, was die Abhängigkeit von Russlands Gas angeht, dass das dringend beendet werden müsste. Dem Heer gehört selbstverständlich die nötigen Mittel bereitgestellt und europäisch gedacht dabei. Und wir brauchen eine klare neue Sicherheitsstrategie als Leitplanke für die Zukunft der Sicherheit in Österreich. Und hier habe ich, es ist gut, dass Sie da sind, Frau Ministerin, eine Bitte. Auch hier sind wir gemeinsam stärker als allein. So eine neue Sicherheitsstrategie darf nicht hinter verschlossenen Türen verhandelt werden. Ich weiß, wir sind da einbezogen, aber nicht in dem Ausmaß, wie das notwendig wäre. Es ist eine Angelegenheit des Hohen Hauses, eine Angelegenheit des Parlaments, eine Angelegenheit der Volksvertretung und auch übrigens die Notwendigkeit meines Erachtens, die Zivilgesellschaft in dieser so wichtigen Frage für Österreich einzubinden, nämlich eine neue Sicherheitsstrategie, die notwendige Leitplanken für die Zukunft gibt. Und daher mein Appell auch, morgen ist der Nationalfeiertag, das wäre ein starkes Zeichen, geben Sie die Sicherheitsstrategie zur Verhandlung in die Hände dieses Hohen Hauses. Meine Damen und Herren, es ist hoch an der Zeit, dass wir uns jetzt einmal der Realität stellen. Ich habe da ganz viel Realitätsverweigerung auch gehört. Wir können die Sicherheit Europas und Österreichs nicht länger diesen nationalistischen, ganz offensichtlich nicht, und populistischen Kräften überlassen und schon gar nicht uns diesen Kräften unterwerfen. Und das sage ich in aller Klarheit. Wir müssen uns jetzt gemeinsam für eine stärkere Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik in Europa einsetzen. Und wir müssen alle gemeinsam die FPÖ daran erinnern, dass ihre Verantwortung nicht in Moskau liegt, sondern hier in Wien und auch in Brüssel. Vielen Dank. Es braucht eine gemeinsame, starke Sicherheitspolitik
auch in Österreich, sagt NEOS Klubobfrau Beate Meindl-Reisinger. Am Wort ist jetzt die Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP. Regierungsbank, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren hier im Hohen Haus und an den Bildschirmen. Frieden, Freiheit, Wohlstand, Sicherheit, der Schutz der Neutralität, Mitgefühl und Empathie für die Opfer von Krieg und von Terror. So einfach ist es, sehr geehrte Damen und Herren, das Einende vor das Trennende zu stellen. Das waren Ihre Worte desjenigen, der heute die Sitzung hier einberufen hat, diese Sondersitzung. An unserem Nationalfeiertag, wo wir unser österreichisches Bundesheer feiern und wo wir den Beschluss des Neutralitätsgesetzes auch denken. Haben wir gemeinsam dafür gesorgt, dass wir der Verfassung auch gerecht werden? Haben wir die Demokratie als wehrhafte Demokratie? Haben wir unser österreichisches Bundesheer mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet? Das haben wir nicht. In der Vergangenheit haben wir es nicht. Aber wenn wir heute einen Tag vor dem Nationalfeiertag uns hier zusammenfinden, dann gilt es ein ganz großes Dankeschön zu sagen Ihnen allen, sehr geehrte Damen und Herren. Denn Sie haben es ermöglicht, dass unsere Soldatinnen und Soldaten endlich auch die Mittel in die Hand bekommen, die sie brauchen, um die Menschen zu schützen. Gerade in den Zeiten, die geprägt sind von furchtbaren Bildern, die unsicher sind, wie es in der Vergangenheit noch nie der Fall war, bitte ich Sie alle, auch der Verfassung gerecht zu werden, wenn es um die Mittel geht, das Konzept geht, dass wir all diesen Krisen entgegensetzen können. Der Schlüssel, der ist immer die Zusammenarbeit. Das Konzept ist das, wie schon angesprochen, der umfassenden Landesverteidigung, dass es auch zu erfüllen gilt mit Leben. Heute ist der Tag der Schulen anlässlich des Nationalfeiertages. Es sind mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler der Einladung gefolgt, die sich informieren auf der Leistungsschau des österreichischen Bundesheeres. Es ist uns gelungen, miteinander, mit dem Bildungsminister, dass wir die geistige Landesverteidigung auch wieder in den Lehrplänen finden. Denn sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir das Budget haben, wenn wir das Personal haben, aber nicht wissen, was es zu verteidigen gilt, dann haben wir etwas auch nicht richtig gemacht. Aber auch das ist uns miteinander gelungen. Und daher eindringlich, sehr geehrte Damen und Herren, an Sie alle, Gehen wir diesen Weg weiter, dass es ein Feld gibt, wo Parteipolitik nichts verloren hat, nämlich im Bereich der Sicherheit. Lassen wir die Landesverteidigung nicht am Kasernenzaun enden, sondern leben wir sie in unseren Betrieben, in unseren Familien, Seite an Seite. Ich freue mich auf den morgigen Nationalfeiertag. Dankeschön. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Reifenberger. Bitte sehr. Volker Reifenberger ist Sprecher für Landesverteidigung bei der FPÖ. Ich habe heute ein paar Zitate mitgebracht. Absichtserklärung betreffend die Stärkung der europäischen Säule in der integrierten Luft- und Raketenabwehr der NATO durch die europäische Sky-Shield-Initiative. Das ist einmal die Überschrift. Es geht weiter. Unter Erinnerung daran, dass Investitionen in die NATO der beste Weg sind, um das dauerhafte Band zwischen den europäischen und nordamerikanischen Verbündeten zu sichern. Ihre Absicht, gemeinsam einen Vorschlag zur praktischen Förderung der Luft- und Raketenabwehrfähigkeit der NATO in Europa voranzutreiben. Mit dem Ziel, die integrierte Luft- und Raketenabwehr der NATO zu stärken. Die allgemeine Voraussetzung, dass alle Luft- und Raketenabwehrsysteme über nationale Führungs- und Kontrollsysteme in die Architektur der integrierten Luft- und Raketenabwehrsysteme der NATO integriert werden sollten. Auf diese Weise nutzen die Unterzeichner Synergien innerhalb der europäischen Säule
der NATO. In einer späteren Phase wird die Übertragung der European Sky Shield Initiative Aktivitäten in die Architektur des Rahmennationenkonzepts angestrebt. Anmerkung meinerseits, dieses Konzept ist eine Verteidigungskooperation der europäischen NATO-Staaten. Das alles, was ich Ihnen jetzt hier an Zitaten gegeben habe, das stammt aus dieser Absichtserklärung aus dem LOI zum European Sky Shield, zur European Sky Shield Initiative. Sie sehen hier am Tafel einen Auszug aus diesem, es ist ja nur ein Zweiseiter plus ein Deckblatt, und in diesen zwei Seiten plus Deckblatt kommt sage und schreibe 13 Mal dieses Wort NATO vor. Diese Absichtserklärung hat Frau Bundesminister Tanner am 7. Juli 2023 unterschrieben, ohne vorher auch nur in irgendeiner Art und Weise das Parlament hier einzubinden. Und jetzt kommt das Allerbeste oder eigentlich das Allerschlimmste. Unsere Verteidigungsministerin wäre von selbst nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht ein klitzekleines Problem mit diesem Papier gegeben kann, wo 13 Mal NATO drinnen steht. Unsere Verteidigungsminister hat bereits lange vor der Unterfertigung der Absichtserklärung medial behauptet, dass Sky-Shield neutralitätsrechtlich völlig unproblematisch sei. Und erst später, als die Schweiz dann eine neutralitätsrechtliche Zusatzerklärung ins Spiel gebracht hat, erst dann hat sich Frau Bundesminister Danner der schweizerischen Vorgehensweise angeschlossen. Da kann ich nur bestätigen, wer hat es erfunden? Die Schweizer und nicht Sie, Frau Bundesminister Danner. Aber wie ist das jetzt zu verstehen, Frau Bundesminister? Ist die Absichtserklärung, wo 13 Mal das Wort NATO drinnen steht, wirklich neutralitätsrechtlich völlig unproblematisch, so wie Sie das am Anfang behauptet haben? Und wenn dem so ist, warum haben wir jetzt dann diese Zusatzerklärung gebraucht? Das müssen Sie uns einmal erklären. Eines möchte ich aber auch festhalten. Diese Zusatzerklärung, die steht völlig diametral zur Absichtserklärung von Sky Shield. Und daher ist es nur ein Placebo, ein reines Ablenkungsmanöver, weil die Inhalte von der Absichtserklärung zur Zusatzerklärung überhaupt nicht zusammenpassen. Das ist nicht kongruent, nicht kompatibel. Juristisch würde man sagen, da liegt ein Dissens vor, kein Konsens. Und Frau Ministerin, in meinen Augen, es tut mir wirklich leid, aber in meinen Augen sind Sie durch diese freihändige Neutralitätsverletzung, die Sie durch Unterzeichnung dieser Initiative begangen haben, rücktrittsreif. Und dass Ihre Nerven blank liegen, das haben wir heute gesehen in dem Interview, das Sie auf Krone Online gegeben haben. Und man sieht es auch bei den Zwischenrufen, bei den letzten beiden Reihen der ÖVP, dass auch die Nerven blank liegen. Das wundert mich aber nicht, weil es sind die Abgeordneten, die in einem Jahr nicht mehr hier innen sitzen werden. Wir Freiheitliche, wir fordern den Aufbau einer eigenständigen, national souverän betriebenen, bodengebundenen Luftabwehr und eine Volksabstimmung über eine allfällige Beteiligung Österreichs bei Sky Shield. Neutralität ist nur etwas wert, wenn sie zum einen wehrhaft ist und wenn sie zum anderen auch glaubhaft gelebt wird, sodass sie von den anderen Staaten auch anerkannt wird. Es ist nicht neutral, einem Militärbündnis namens Sky Shield beizutreten, dessen Ziel es ist, den europäischen Pfeiler in der gemeinsamen Luftverteidigung der NATO zu stärken. Und im Ausschuss ist uns noch erklärt worden, dass man nicht glücklich ist damit, dass genau dieser Satz auf der Homepage des deutschen Verteidigungsministeriums steht. Aber das ist die gesamte Überschrift der Absichtserklärung und nicht eine falsche Interpretation der Bundesrepublik Deutschland. Es ist auch nicht neutral, sich durch Wirtschaftssanktionen an einem Wirtschaftskrieg zu beteiligen. Es ist nicht neutral, NATO-Truppen durch Österreich Richtung der ukrainischen Grenze aufmarschieren zu lassen. Es ist nicht neutral, Militärflugzeuge über österreichisches Hoheitsgebiet fliegen zu lassen. Und es ist nicht neutral, Waffen und sonstiges Kriegsgerät durch österreichisches Staatsgebiet in Richtung Ukraine transportieren zu lassen. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren auf der Regierungsbank, Sie haben Neutralität nicht verstanden. Volker Reifenberger war das von der FPÖ. Vielleicht für all jene, die es nicht wissen sollten, beim European Sky Shield handelt es sich um ein geplantes europäisches Luftverteidigungssystem. Deutschland hat im Sommer 2022 mit dieser Initiative gestartet. Mehrere europäische
Staaten haben sich dieser Initiative angeschlossen. Österreich und die Schweiz haben eine Absichtserklärung zum Beitritt unterzeichnet. Claudia Tanner am 7. Juli 2023 und dabei unterstrichen, dass die Neutralität gewahrt bleiben müsse. Am Wort ist Friedrich Ofenauer von der ÖVP. Und diese Sondersitzung an diesem heutigen Tag ist ein gutes Beispiel für den billigen Populismus der FPÖ, denn es ist ein Sammelsurium an den unterschiedlichsten Problemlagen, für die die FPÖ und insbesondere Herbert Kickl nur eine einzige Lösung sieht, nämlich den Austritt aus allen internationalen Organisationen von der EU bis zur UNO, was zu einer Isolation Österreichs führen würde und zu einer Verzwergung, aber sicherlich keine Lösung ist für die Probleme, vor denen wir stehen. Denn Tatsache ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, niemand rüttelt an der Neutralität. Und die Neutralität ist zum Selbstverständnis der Österreicher geworden. Aber was Herbert Kickl da macht mit dieser Sondersitzung, dem Titel dieser Sondersitzung und die Neutralität in den Mund nimmt, dann ist es ein Missbrauch und eine Missachtung dieses Begriffs der Neutralität, genauso wie ihm die Sicherheit Österreichs absolut kein Anliegen ist. Denn denken Sie zurück an seine Zeit als Innenminister, wo er den Staatsschutz ruiniert hat. Das BVD, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, hat er ruiniert, das uns vor Terrorismus schützen hätte sollen. Das war kaputt danach. Das haben erst die ÖVP danach wieder neu aufgestellt. Das ist ihm egal. Die Sicherheit Österreichs ist ihm egal. Meine Damen und Herren, die Welt seit 1955 hat sich verändert. Politisch, wirtschaftlich, sozial und geopolitisch. Eines ist aber nach wie vor gleich geblieben, in ihrem Kern gleich geblieben, nämlich die Neutralität. Was bedeutet kein Beitritt zu einem Militärbündnis, keine fremden Soldaten in Österreich. Und das ist auch der Wille der österreichischen Volkspartei, dass das so bleibt, meine Damen und Herren. Aber nun zu Sky Shield. Ein Militärbündnis hat gemeinsame Befehls- und Kommandostrukturen. Ein Militärbündnis übernimmt regelmäßig Aufgaben der Landesverteidigung. Das ist auch der Grund, warum Sky Shield kein Militärbündnis ist, sondern eine gemeinsame Beschaffungsplattform. Wer anderes behauptet, der missversteht und missinterpretiert diesen Letter of Intent ganz bewusst, und zwar deshalb, weil er verunsichern will und weil er Angst und Schrecken verbreiten will. Sky Shield ist eine gemeinsame Beschaffungsplattform, die uns letzten Endes vor Raketen und vor Drohnen schützen sollen. Schauen wir zum Ukraine-Krieg und schauen wir auf Israel. Das zeigt, dass wir derzeit solchen Bedrohungen schutzlos ausgeliefert sind. Wir sehen zwar mit unserem hervorragenden Überwachungssystem mit der Goldhaube, sehen wir zwar die Bedrohungen, aber wir können nichts dagegen tun. Deshalb ist es wichtig, gemeinsam etwas zu unternehmen. Aber Herbert Kickl lehnt das ab. Und warum lehnt er das ab? Weil ihm die Sicherheit Österreichs egal ist. Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko, kann man sagen. Und es war von Anfang an immer klar, dass die österreichische Neutralität eine militärische ist, aber keine politische. Und deswegen unterstützen wir auch Ukraine und ganz besonders auch Israel nach allen unseren Möglichkeiten. Meine Damen und Herren, wenn wir über die Neutralität reden, dann reden wir über die Sicherheit Österreichs und wie wir die Sicherheit Österreichs gewährleisten können. Dabei wurde der Satz im Neutralitätsgesetz Österreich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln in den letzten 20 Jahren sträflich vernachlässigt. Und da blicke ich auch in Richtung FPÖ, auch die hat da nichts dagegen getan und ihre Minister Kunasek auch nicht. Einzig Bundeskanzler Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Claudia Tanner haben eine Trendumkehr geschafft. Wir werden im Budget 2024 für das österreichische Bundesheer 4 Milliarden Euro zur Verfügung haben und in den Jahren 2024 bis 2028 18 Milliarden Euro. Und mit der Mission Vorwärts wird das im österreichischen Bundesheer auch in Investitionen für die Sicherheit Österreichs umgesetzt, meine Damen und Herren. Diejenigen, die sich um die Sicherheit Österreichs sorgen, die an der Sicherheit Österreichs arbeiten, sind Bundeskanzler Karl Nehammer, Verteidigungsministerin Claudia Tanner und die Minister der Bundesregierung. Weil sie daran glauben, dass die Menschen in Österreich die Herausforderungen bewältigen können, weil sie an starke Menschen in einem starken Land glauben, weil sie an dieses Österreich glauben. Und deshalb glauben auch wir an dieses Österreich, meine Damen und Herren. Friedrich Ofenauer war das ÖVP-Sprecher für Landesverteidigung. Die österreichische Neutralität ist eine militärische und keine politische, sagt er. SPÖ-Sprecher für Landesverteidigung Robert Leimeister am Wort. Am Vorabend des Nationalfeiertages an alle Polizeibeamten, Soldatinnen, Soldaten sowie Bediensteten der Sicherheitsbehörde wenden
und Ihnen meinen Respekt und besonderen Dank aussprechen, da Sie oftmals unter schlechten, unter widrigen Rahmenbedingungen Ihren Dienst verrichten müssen. Sie alle sind das Rückgrat der Sicherheit, nicht die aktuelle Bundesregierung. Meine Damen und Herren, die Neutralität ist der Grundpfeiler unserer österreichischen Identität. Und trotzdem gibt es politische Kräfte, die unsere Neutralität untergraben oder besonders für parteipolitische Zwecke instrumentalisieren. Dagegen wehre ich mich persönlich und dagegen wehrt sich die Sozialdemokratie vehement. Das können Sie mich beim Wort nehmen. Denn Neutralität gilt historisch als Rettungsanker nach Schweizer Vorbild, gerade für kleine Länder, um ihre Interessen zu wahren zu können. Das ist ein zivilisatorisches Erbe, auf das man als Demokrat zu Recht stolz sein darf, gerade im Zusammenhang mit unserer geschichtlichen Verantwortung. Es ist die Aufgabe, die österreichische Neutralität in den internationalen Beziehungen für Frieden und Stabilität zu nutzen. Unser Verständnis unterscheidet sich gravierend von jenem der FPÖ, die Neutralität für nationale Isolation missbraucht. Es ist wichtig, dass der Zusammenhang zwischen Frieden außerhalb der EU und der Sicherheit und dem Schutz unserer Bevölkerung verstanden wird. Dabei müssen wir uns auch im Herzen Europas um Sicherheit und Verteidigung kümmern. Das kann nur durch gemeinsame europäische Anstrengungen sowie durch gesamtstaatliche Bemühungen in Österreich gelingen, Stichwort Schutz unserer Souveränität. Für mehr Sicherheit und für die Wahrung unserer Neutralität brauchen wir eine proaktive Diplomatie, Herr Außenminister, und zwar auf bilateraler, europäischer und multilateraler Ebene. Wir brauchen auch eine funktionierende, eine umfassende Landesverteidigung, die wieder mit Leben erfüllt wird, ganz im Sinne von Bruno Kreisky und Sinowatz. Unter Kreisky wurde sie nämlich 1975 konzipiert und erfunden. Das Konzept der FPÖ ist genau das Gegenteil. Das neutrale Österreich soll international als souveräner Brückenbauer auftreten und nicht, wie von Ihnen artikuliert, durch nationale Abschottung in Europa isolieren. Die Neutralität muss vor jenen schützen, die sich ihr gegenüber wie ein Fähnchen im Wind verhalten. Ich erinnere an die Sicherheitsstrategie der schwarz-blauen Regierung unter Kanzler Schüssel, den Sie zum Kanzler gemacht haben, liebe FPÖ, wo ein NATO-Beitritt explizit von ÖVP und FPÖ gefordert wurde. Das wird es mit der Sozialdemokratie niemals geben, meine Damen und Herren. Das Infragestellen der Rechtsordnung der EU durch die Freiheitlichen gefährdet nicht nur unsere Sicherheit, sondern auch Wohlstand. Daher muss heute unmissverständlich leider klargestellt werden, die FPÖ will einen Austritt aus der EU, wie im dringlichen Antrag klar ersichtlich wird. Die FPÖ will die Sicherheit Österreichs gefährden. Als aktuelles Beispiel der unwürdige Taliban-Tourismus in den Steinzeit-Islam. Und die FPÖ will den Lebensstandard von Millionen Österreicher verschlechtern. Warum? Wir sehen, wie die britischen Arbeiterinnen und Arbeiter seit dem Austritt aus der EU leiden. Will das die FPÖ für die österreichischen Arbeiter auch? Aber ich kann hier auch nicht die ÖVP verschonen. Nämlich an dieser Stelle sei auf den stellvertretenden EU-Parlamentspräsidenten und Christdemokraten Karas verwiesen. Er hat zu Recht der ÖVP jegliche Funktionalität als Europapartei abgesprochen. Somit bleibt die SPÖ als einzig glaubwürdige Kraft im Nationalrat vertreten, die stets für Neutralität und für ein geeintes Europa eingestanden ist und auf unsere Neutralität aufpasst, meine Damen und Herren. Es lebe unsere neutrale Republik Österreich, es lebe das geeinte Europa. Abschließend möchte ich einen Entschließungsantrag der Abgeordneten Leimer, Genossinnen und Genossen, zu engagierter Neutralitätspolitik in Krisenzeiten einbringen. Der Nationalrat wolle beschließen,
Die Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler, werden aufgefordert, folgende Maßnahmen umzusetzen. Neutralität Österreich durch eine tatsächlich gelebte ULV zu stärken und sie als Grundlage für Sicherheits- und Friedenspolitik zu betonen. Die Rolle Österreichs als glaubwürdiger Vermittler und Ansprechpartner in Konflikten wiederzuerlangen. Die Bereitschaft an zivilen, militärischen Krisenmanagement der EU unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Bestimmungen teilzunehmen. Österreichische Neutralität in der Gestaltung der Außen- und Sicherheitspolitik berücksichtigen. Beibehaltung des Einstimmigkeitsprinzips in Fragen der Gast-BSVP in der EU. Unterstützung der Stärkung außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischer Dimensionen der EU zur Errichtung einer strategischen Autonomie, während die Einhaltung der verfassungsmäßigen Neutralität regelmäßig geprüft wird. Verpflichtung zur zeitgemäßen Ausstattung des österreichischen Bundesheers zur Gewährleistung von Neutralität, Souveränität, territorialer Integrität sowie die Unterstützung weltweiter Rüstungskontrolle und Verbot von Atomwaffen, Verschärfung der Exportkontrolle von Kriegswaffen, Kriegsfahrzeugen, Kriegsmunition auf nationaler, europäischer Ebene, um Missbrauch zu verhindern. Einführung strenger gesetzlicher Regeln und öffentlicher Meldepflicht für Vertreter der Rüstungsindustrien in Behörden und bei Entscheidungsträgern auf nationaler und EU-Ebene, um ihre Partikularinteressen besser abschätzen zu können. Vielen Dank. Nächster Redner ist jetzt David Stöckmüller, der Sprecher für Landesverteidigung bei den Grünen. Unterstützt und steht somit in Verhandlung. Und zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Stöckmüller. Bitte, sehr, Abgeordneter. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerinnen, Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Minister. Heute treffen uns wir zusammen. Die Dauerbefeuerung um die Neutralitätsdebatte hat ein neues Maß angenommen. Gespenster an die verfassungsrechtliche Wand wird gemalt. Ich sage das auch ganz offen, unsere immerwährende Neutralität wurde in Artikel 1 Absatz 1 der Verfassung festgehalten. Unsere Neutralität hat knapp 70 Jahre genauso festgehalten, auch nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall der Sowjetunion. Und ausgerechnet heute, wenn man den Kollegen und Kollegen der FPÖ zuhören will und glauben will, ausgerechnet heute soll diese immerwährende Neutralität vor dem Ende stehen. Laut dem Verlangen der FPÖ ist Österreich nämlich hochgefährdet durch, ich zitiere, Kriegstreiberei und Fremdbestimmung. Aha, Kriegstreiberei und Fremdbestimmung. Fremdbestimmung, das Spiel kennen wir. Für unsere freiheitlichen Kollegen gilt ja jede Form der überstaatlichen Zusammenarbeit, jede Zusammenarbeit in irgendwelcher weiteren Form mit Partnerländern automatisch als Ende der österreichischen Souveränität. Was sind schon 80 Jahre Frieden, der Wiederaufbau eines vom Krieg zerstörten Kontinents, Menschenrechtskonventionen, Schengen-Abkommen mit EU-Partnern verglichen mit dem freiheitlichen Allmachtsanspruch? Was ist das schon? Was ist das? Nichts. Die Antwort wird sich im heutigen Verlangen der FPÖ sehr gut wieder. Gift. Es ist nur Gift, Gift für Österreichs Souveränität steht drinnen. Ich bitte Sie, wir kennen dieses Spiel, das ist seit Jahrzehnten dasselbe. Nur die Sprache wird von Mal zu Mal schlimmer, aggressiver, wilder und populistischer, hysterischer. Aber Kriegstreiberei, wirklich, Herr Kickl, warum? Warum? Weil wir die Zivilbevölkerung der Ukraine mit Hilfsgütern versorgen, während Ihrer Freund Putin die anderen zerbombt, die Opfer, weil wir an einer zivilen Minenräumungsaktion arbeiten, um die Zivilbevölkerung zu retten, zu helfen, meistens Kinder, und sie vor irgendwelchen Prothesen oder eine Zukunft ohne Prothesen in Aussicht stellen, oder weil wir die kritisch mangelnde Raketenabwehr im österreichischen Luftraum, die wir Sie jahrzehntelang nicht zusammengebracht haben, rasch und kostengünstig aufwerten wollen. Ist das Kriegstreiberei? Nein, Sie übertreiben. Werden wir... Und wir hören uns jede Woche an, wie ein selbststilisierter Volkskanzler, Kickl, Gespensterneutralitätsfrage an die Wand malt. Arbeitet diese Regierung unermüdlich daran, genau exakt diese Sicherheit und Wehrhaftigkeit zu garantieren. Und ich rede von einem noch nie dagewesenen Finanzierungspaket. Die Frau Ministerin, Verteidigungsministerin, hat es angesprochen. Wir haben was zusammengebracht, das hätte uns niemand zugetraut. 16 Milliarden Euro in modernisierte Geräte, und die unsere Truppen schützen, die unsere Außenansicht auch von Österreich nach außen auch wirklich wahrnimmt, die Reaktionsfähigkeit unserer Streitkräfte auch wieder herzustellen, das ist der Punkt, nicht herstellen, sondern wieder herzustellen versucht, und die Kolleginnen und Kollegen der FPÖ wirklich auch um die Souveränität auch so
Angst hat und besorgt ist, kann ein einsatzfähiges Bundesheer ja nur begrüßenswert sein. Aber was hat die FPÖ gemacht? Und jetzt die Preisfrage, welche Fraktion hat denn trotz gegen die Budgeterhöhung gestimmt? Welche Fraktion war das? Es war die FPÖ. Es war die FPÖ, denen es das wurscht war, die haben dagegen gestimmt, gegen diese Budgeterhöhung. Und genau das ist der Punkt. Ja? Wer trägt wirklich Sorge um dieses Land? Es ist nicht die FPÖ, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dasselbe gilt auch für Sky Shield, ein gemeinsames Verschaffungsvorhaben mit Partnerstaaten. Und mehr ist Sky Shield nicht, mehr ist es nicht. Das haben wir mittlerweile schon hunderte Verfassungsexpertinnen auch schon bestätigt. Ist kein Militärbündnis, sondern ein Weg, Geld und Zeit zu sparen. Wir haben noch gar nichts unterschrieben. Na, aber das müssen Sie ja wissen, aber anscheinend kennen Sie es ja nicht mehr aus. Jeder, der sich mit der Beschaffung solcher Art überhaupt auskennt, Herr Kickl, ja, Sie haben auch mal das Verteidigungsministerium geführt, aber nicht Sie, aber die FPÖ. Und? Natürlich haben sie nichts beschafft, aber es muss reden hier, wer sich auskennt. Man kann jetzt einfach was im Katalog bestellen wie beim Otto und jetzt bekomme ich es am nächsten Tag. Sondern nein, es dauert lange, entsprechend teuer und wer zahlt, bekommt zuerst. Wenn wir also eine effiziente Luftraumüberwachung wollen und Raketenabwehr wollen, dann ist es notwendig, auch zu erkennen, wo der richtige Weg ist, ob die Souveränität besser gedient ist, dass wir mehr zahlen, um vielleicht später weniger Abwehrmöglichkeiten zu haben. Das ist es nicht, sondern wir müssen gemeinsam mit den Verbündnispartnern schauen, dass wir jetzt schnell entsprechend kommen, Herr Kickl. Und na, das ist genau, die moderne Souveränität bedeutet halt moderne Abwehrmöglichkeiten. Da können wir nach Israel schauen, da können wir nach Ukraine schauen. Wir können die Herausforderungen von morgen nicht von den Antworten von gestern irgendwie antworten. Und wir müssen proaktiv und zukunftsgerichtet sein und agieren. Das bedeutet auch ein Ausbau der Cyberkapazitäten. Eben weil sich Konflikte heute noch kaum mehr auf Landesgrenzen beschränken, weil man Krieg und Terror heute breiter auch digital auch denken muss. Der Cyberraum, und das sehen wir auch in Israel, ist unglaublich vielfältig. Das geht von China bis Iran, die hier mitspielen, viel weiter aus den Grenzen Europas. Und da braucht es gemeinsame Synapsen. Aber meine Damen und Herren, letztlich muss ich fair bleiben, es gibt in Österreich in der Tat eine Neutralitätsfrage. Sogar keine kleine. Allein diese Woche haben mich unzählige Leute auch angerufen, besorgte Bürgerinnen und Bürger. Und nur stellen Sie nicht die Frage, die die Kollegin der FPÖ nämlich fragt, und müde werden. Nein, es handelt sich um eine viel wichtigere und eine verfassungsrechtliche, viel realitätsnahere Frage, nämlich wie wir den Neutralitätsbegriff in den 21. Jahrhundert auch verstehen. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir und wie wollen wir diese Rolle eines neutralen Österreichs in einer globalisierten Welt, in globalen Herausforderungen auch stellen? Wie wollen wir das vorangehen in Zukunft? Aber diese Debatte ist auch durch die FPÖ-Thematik eine Festung Österreich derartig verseucht sich zu stellen, dass man glatt vergessen könnte, dass Neutralität nicht Kopf in den Sand stecken bedeuten muss, sondern sehr wohl proaktiv angehen. Meine Damen und Herren, ich werde es nicht müde zu sagen, Neutralität kann auch aktiv gestaltet, solidarisch und kooperativ sein. Eine aktive Friedens- und Neutralitätspolitik, so wie wir Grüne uns diese vorstellen, schafft es, einerseits unseren demokratischen und völkerrechtlichen Werten nachzukommen, solidarisch mit unseren Partnern auf EU, OSZE und UNO-Ebene zusammenarbeiten, den diplomatischen Wert des Standortes Österreich zu wehren und unschuldige Menschen zu schützen, ohne dabei irgendwie den Verfassungsrahmen zu sprengen, denn eine Sicherheitspolitik, die Österreichs Souveränität nicht nur nicht untergräbt, sondern stärkt, die Neutralität in Ehren hält und sie gleichzeitig an die Herausforderung des 21. Jahrhunderts anpasst. Und, aber man kann es so polemisieren wie die FPÖ, wenn es doch um ernste und lösungsorientierte Politik in Fragen der österreichischen Sicherheit geht, dann ist sie nicht zu finden. Das Einzige, was bleibt, und das sage ich auch ganz offen, Österreichs Neutralität war, ist und bleibt unantastbar, egal was Ihnen die Kolleginnen und Kollegen der FPÖ irgendwie erzählen wollen. In Wirklichkeit sind Sie Neutralitätsverräter, was die FPÖ aufführt, und keine Verteidiger. David Stöckmüller war das von den Grünen. Er sagt, eine effiziente Luftabwehr in Österreich brauche eben auch eine gemeinsame Beschaffung von Luftabwehrsystemen. Am Wort ist jetzt der Sprecher für Außenpolitik bei den NEOS, Helmut Brandstätter. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, bevor wieder jemand schreit, vielleicht ein bisschen Nachdenklichkeit. Während wir hier miteinander diskutieren können, müssen sich Kinder in der Ukraine irgendwo in einem Keller verstecken, damit sie nicht da aus einer Bombe, die aus Moskau dirigiert wird, getroffen werden, getötet werden. Ja,
Na bitte, auch das gibt es das, ja. Auch das gibt es, ja, das können Sie, da Sie mich nicht ausreden lassen, ich hätte auch von anderen Gegen gesprochen. Aber mit der Schreierei kommen Sie nicht weiter. Mit der Schreierei kommen Sie nicht weiter. Und das ist typisch für den Herrn Kickl. Ich hab ersucht um etwas Nachdenklichkeit und er kann nur schreien. Wir sind hier nicht in irgendeinem Bierzelt. Dankeschön. Ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Das, was der Herr Kickl hier schreibt, nämlich Souveränität und Neutralität sichern Österreichs Freiheit, ist eine Unwahrheit. Neutralität und Souveränität sichern Österreichs Freiheit, das stimmt nicht. Reden wir über Souveränität. Was heißt Souveränität? Im Sinne des Völkerrechts sind wir souverän, ja. Aber es ist doch völlig klar, dass wir andere Länder brauchen für Kooperation, für Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. Niemand ist souverän. Die Chinesen arbeiten daran, im Jahr 2049 die stärkste Nation der Welt zu sein, dann möglicherweise souverän zu sein. Ja? Aber sonst ist niemand souverän. Wir brauchen die Kooperation. Und das ist wichtig und im Moment umso mehr, weil wir diese Auseinandersetzung spüren zwischen auf der einen Seite den Diktaturen, Putin, der eine neue Weltordnung machen will, mit Gewalt, mit Bomben, und auf der anderen Seite die liberalen Demokratien, die zusammenhalten wollen und das auch tun und das sehr erfolgreich tun. Und hier ist wohl klar, auf welcher Seite wir stehen und die Mehrheit des Hauses steht. Aber Sie stehen auf der Seite des Kriegsverbrechers. Und jetzt werde ich eine unangenehme Nachricht bringen. Sie haben einen Vertrag mit dem Herrn Putin. Ich sage Ihnen nur, der Herr Putin ist nicht vertragstreu. Was macht er denn? Der Herr Putin hat etwa das Budapester Memorandum gebrochen, wo Russland versprochen hat, die sicheren Grenzen der Ukraine, wenn die Ukraine ihre Atomwaffen hergibt. Also Putin hat sich nicht dran gehalten. Russland beschließt gerade wieder, dass sie auch wieder Atomversuche machen werden. Halten sich auch hier nicht an Verträge. Sie halten sich an den Vertrag mit Moskau, ist in Ordnung. Aber ich muss Ihnen sagen, Sie haben schon wieder Unrecht in einem anderen Punkt gehabt. Sie haben gesagt, Putin wäre getroffen von einem Wirtschaftskrieg, der vom Westen ausgeht. Wenn Sie nachdenken, und das müssen Sie eigentlich wissen, seit 2005 droht auch Russland mit Erhöhung des Gaspreises. Sie drohen, dass sie weniger Gas liefern. Sie setzen den Westen permanent unter Druck. Und es war ein ganz schwerer Fehler der ÖVP und der Leute, die sie bei der OMV eingesetzt haben, dass man uns noch mehr abhängig gemacht hat von Russland und von der Gazprom. Ein ganz schwerer Fehler. Und Gott sei Dank bewegt sich das gerade in eine andere Richtung. Und der, mit dem Sie zusammenarbeiten, und hier rede ich etwa von den Leuten wie Medvedev, einer der Genossen des Putin, oder ihr Freund Dugin, der ja auch auf Ihre Einladung in Wien gesprochen hat. Dugin hat gesagt, es soll in Mitteleuropa keine freien Länder mehr geben. Die sollen ein Puffer sein zwischen Ost und West. Das ist die eine These. Die andere These ist die von Medvedev, der sagt, wir marschieren gleich bis Lissabon. Das ist die Gewaltfantasie, die im Moment vom Kreml ausgeht. Und in dieser Gewaltfantasie wollen Sie neutral sein. Da wollen Sie neutral sein und sagen, es betrifft uns nicht. Es betrifft uns, wenn Putin, und das werden Sie hoffentlich verstanden haben, wenn er die Ukraine einnehmen könnte, dann stünde er für 500 Kilometer vor Österreich. Und Medvedev ist einer von denen, die auch gedroht haben, dass sie auf den Westen, auf westliche Städte schießen, Raketen auf uns schießen. Das sind ihre Freunde. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt, nämlich die Frage der Neutralität. 1955 beschlossen. Und ich habe auch für die Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratischen Partei diese Erinnerungen von Bruno Kreisky mitgebracht. Und ich hatte das Privileg, auch mit ihm selber noch darüber zu reden. Und es ist faszinierend nachzulesen, in welcher schwierigen Situation diese Delegation damals in Moskau war, nämlich also mit Bundeskanzler Raab, Außenminister Figel, Staatssekretär Kreisky und Vizekanzler Schärf. Und der am kritischsten der Neutralität gegenübergestanden ist, ist hier nachzulesen, war natürlich Vizekanzler Schärf. Er hat sogar vorher schon 1949 an seinen Parteifreund Blum in Frankreich geschrieben, wir sollten eigentlich auch der NATO beitreten, weil es geht darum, dass wir unsere Sicherheit wahren sollen. Aber das sage ich nicht öffentlich, weil sonst bekommen wir keinen Staatsvertrag. Klug gedacht. Und Schärf, ich habe vor kurzem mit dem Dr. Androsch darüber gesprochen, war auch wichtig, was die USIA-Betriebe, die russisch besetzten Betriebe betrifft. Auch da hat er sehr darauf geachtet, dass wir die nicht hergeben müssen, dass die Sowjets damals
das nicht alles wegnehmen. Also auch ganz wichtige Punkte. Und da müssen wir sehen, so war das damals. Und die Neutralität ist ja nicht in den Köpfen der österreichischen Delegation entstanden, sondern die ist vorher schon diskutiert worden zwischen Russen und Amerikanern. Und die Amerikaner haben nur deswegen zugestimmt, weil sie gesagt haben, es wird eine Neutralität nach Schweizer Vorbild und auch eine bewaffnete Neutralität. Schweizer Vorbild hat für die Amerikaner eindeutig geheißen, und das wussten auch Kreisky und Schärf, westlich orientiert, so wie die Schweizer, und eben nicht nach Osten lehnend. Und bewaffnete Neutralität hat geheißen, dass wir uns wie die Schweizer bewaffnen. Und gerade in der ÖVP und in der FPÖ und in der SPÖ sollte man wissen, dass man dem in den letzten Jahrzehnten nicht nachgekommen ist. Die Schweizer, deutlich höheres BIP, geben viel, viel mehr Geld aus als wir, haben viel mehr Berufssoldaten und nehmen das auch ernst, ihre Neutralität, die bei uns, die Bewaffnete nämlich, nicht ernst genommen wurde. Und der Kunasek hat sie auch nicht ernst genommen. Also das muss man halt auch zur Realität dazu sagen. Und auch das ist ein Stück österreichischer Geschichte. Und jetzt ist aber die nächste Frage, und die hängt mit der Neutralität ganz wesentlich zusammen, nämlich die Frage, wer garantiert unsere Neutralität? Also im Staatsvertrag ist die Neutralität, kommt sie nicht vor. Unser Verfassungsgesetz, ne, garantiert auch niemand. Und wir wissen auch aus der Geschichte, fragen Sie die Belgier, Dänen und andere, die Ukraine, bündnisfreies Land. Es sind neutrale Staaten immer überfallen worden, weil sie sich nicht wehren konnten. Und aus dem gibt es ja nur eine logische Konsequenz, nämlich die logische Konsequenz, dass wir uns Bündnispartner suchen. Da bin ich wieder bei der Schweiz. In der Schweiz ist eine ganz klare Diskussion über die kooperative Neutralität. Und ein Schweizer Militär hat vor kurzem in Wien bei einer Veranstaltung gesagt, wenn die erste Bombe auf die Schweiz gefallen ist, sind wir natürlich nicht mehr neutral, sondern wir wissen ganz genau, wer unsere Partner sind, die uns helfen, dass wir uns verteidigen. Und das ist ganz wichtig. Und genau dort sind wir jetzt. Deswegen ist Sky Shield so wichtig, weil wir wissen, wir haben Partner, unsere europäischen Partner, mit denen wir uns gemeinsam verteidigen können. Und wer das nicht sieht, der will, dass Putin das nächste Land überfällt, dass er auch uns bombardiert und dass er uns möglicherweise auch zu Geiseln nimmt. Und das werden wir aber nicht zulassen. Noch einmal, das Bundesheer ist totgespart worden. Der erste Verteidigungsminister, der es ehrlich gesagt hat, war Generalmajor Starlinger. Und er hat noch was Wichtiges gesagt. Ich habe lange mit ihm gesprochen. Er hat nämlich schon 2020 von diesen unfassbaren hybriden Kriegen gesprochen, die Russland auch gegen Österreich und gegen die Europäische Union führt. Ich meine, die senden ja auch ihre Spione, wie wir wissen, als Diplomaten verkleidet nach Europa. Ist ihnen alles recht, weiß ich schon. Aber das sind auch gefährliche Dinge, diese hybriden Kriege und der reden wir auch von den Informationskriegen, die geführt werden. Und das stimmt mich auch bedenklich und auch das zeigt, dass Sie nicht neutral sind, Herr Kickl. Wenn ich verfolge, was FPÖ-Medien schreiben, dann ist es im Wesentlichen dasselbe, auch von der Wortwahl, was die russischen Propagandisten schreiben. Das heißt, sie übernehmen sogar die Wortmeldungen und die Formulierungen der Russen und erzählen Sie mir bitte nichts von Neutralität. Ich komme zum Schluss und ich möchte noch was Wichtiges sagen. Kreisky lesen ist interessant. Ich habe aber Erwin Ringel wieder nachgelesen. Auch kann ich auch nur jedem empfehlen, über die österreichische Seele zu reden. Und er hat vor genau 40 Jahren eine Rede auch über Österreich gehalten, in sozusagen in Anlehnung an Anton Wildkanz, wo der ja zum Teil recht begeistert auch über Österreich schreibt. Ringel ist da deutlich skeptischer. Vor allem bringt er einen Punkt und jeder, der sich mit ihm beschäftigt hat, weiß das natürlich, das Thema der Verdrängung. Ja? Also wir Österreicher sind schon ganz gut im Verdrängen und haben in den letzten Jahren auch verdrängt, dass es Gefahren für unser Land gibt. Und ich hoffe, dass wir jetzt verstanden haben, dass wir gegen diese Gefahren gemeinsam vorgehen müssen. Und noch etwas, Ringel hat auch gesagt, bei den Österreichern, mit denen kann man leicht mit Angst spielen. Den Österreichern kann man leicht Angst machen. Und jetzt kann ich das nicht weiter ausführen, kann jeder nachlesen, wie er das begründet, aber das ist das, was sie tun. Und da kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, erstens glaubt an dieses Österreich, glaubt an dieses Europa und glaubt nicht das, dass sie euch die Angst machen wollen. Nein, weil wenn wir zusammenhalten, wenn wir zusammenarbeiten, werden wir in Europa das,
was nach 1945 gelungen ist. Und es ist großartig, was gelungen ist. Ja? Es ist großartig. Wir werden es gemeinsam erhalten. Mit den Angstmachern werden wir nicht weiterkommen. Aber um es gemeinsam zu erhalten, müssen wir zusammenhalten und gegen die Invasoren, gegen diejenigen, die Kinder bombardieren, Kinder ermorden und Kriegsverbrecher sind. Putin als Kriegsverbrecher, sie wollen es noch immer nicht akzeptieren, aber es ist so. Das ist der, mit dem Sie einen Vertrag haben. Wir haben einen Vertrag gemeinsam mit der Europäischen Union und wir werden dort auch weiter für Wohlstand und Sicherheit sorgen. Dankeschön. Helmut Brandstätter war das, der wie viele Redner und Rednerinnen zuvor heute schon den Arbeitsvertrag der FPÖ mit Putins Partei Einiges Russland kritisiert. Am Wort Petra Steger von der FPÖ. Sie haben richtig entschieden. Sie haben richtig entschieden, dass Sie heute offenbar in Ihrer Wortmeldung Ihre Rede für morgen geübt haben und eben nicht Ihre teils wirklich absurden Aussagen aus Ihrem heutigen Krone-Interview wiederholt haben, wo Sie wie ein kaputter Platzspieler auf jede Frage, die Ihnen gestellt wurde, egal ob es gepasst hat oder nicht, geantwortet haben: Kickl ist ein Neutralitätsverräter. Als ob Ihnen irgendwer heute in der Früh einen Zettel hingelegt hätte mit der Anweisung, wiederholen Sie es einfach oft genug, damit es irgendwie bicken bleibt, Argumente egal. Nach der Wortmeldung vom Kollegen Stocker heute weiß ich auch, wer es war. Die Spin-Doktoren der ÖVP waren auch schon einmal besser, muss ich sagen. Aber nach diesem Interview wollte ich Sie tatsächlich schon zum neuen Satire-Projekt der ÖVP erklären. Doch Sie haben noch einmal Glück gehabt, denn heute in den Reden sind dann auch noch die Kollegen Leichtfried, Raimond und Brandstätter ans Rednerpult getreten und haben glatt das Rennen um den Platz 1 an absurden Aussagen wieder weit aufgerissen. Unterschied, die Neos und die SPÖ sitzen Gott sei Dank nicht in der Regierung und können daher nur begrenzt Schaden anrichten. Sie schon. Sie sind Teil dieser schwarz-grünen Bundesregierung, die ständig mit leeren und geheuchelten Worthülsen unsere Freiheit hochleben lassen und selbst in Wahrheit diejenigen sind, die unsere Freiheit und Selbstbestimmung und Souveränität Stück für Stück zu Grabe tragen in Österreich. Die Wahrheit ist, dank dieser schwarz-grünen Bundesregierung samt willfähriger Scheinopposition ist unsere Souveränität und Neutralität heute mehr in Gefahr als je zuvor. Anstatt dass sich diese Bundesregierung für eine aktive Neutralitätspolitik stark macht, für Frieden, für Verhandlungen, haben sie uns stattdessen mitten in einen Wirtschaftskrieg hineinmanövriert und zertrümmern in Wahrheit unsere Neutralität seit Monaten mit unverantwortlichen Wortmeldungen, Sanktionen, Waffentransporten quer durch Österreich, mit Reisen nach Kiew und Milliardenzahlungen. Die EU hat bereits Milliarden an die Ukraine überwiesen. Doch das reicht offensichtlich noch nicht, denn es soll trotz höchstem EU-Budget aller Zeiten und aller möglichen Sondertöpfe, in die wir bereits einzahlen, danke liebe ÖVP, um weitere unglaubliche 66 Milliarden Euro aufgestockt werden, um davon 50 Milliarden an die Ukraine zu überweisen. Ohne jegliche Kontrollen, muss man dazu sagen. Und ich weiß jetzt schon, dass die ÖVP in ihrer blinden EU-Hörigkeit wieder einmal umfallen und zustimmen wird. Denn den Beweis haben Sie erst vor 5 Stunden heute im EU-Hauptausschuss auch geliefert, wo Sie unseren Antrag auf ein Veto gemeinsam mit allen anderen Parteien abgelehnt haben. Und das, obwohl es in Österreich mittlerweile an allen Ecken und Enden fehlt. Und das Verwerflichste ist, dass Sie das alles immer machen, ohne die eigene Bevölkerung jemals gefragt zu haben, ob es ihnen überhaupt recht ist. Und zweitens, natürlich immer im Namen der Solidarität, Alternativlosigkeit und nicht zu vergessen der Moral. Eine Moral, die dann so ausschaut, dass zum Beispiel, dass man sich unbedingt von einem russischen Gaslieferanten lösen muss, nur um sich an einen Gaslieferanten zu wenden, der ebenfalls einen brutalen Angriffskrieg führt, Aserbaidschan. Ich gratuliere Ihnen zu dieser unglaublichen Doppelmoral. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sagen, es muss endlich Schluss sein mit dieser Politik. Es muss endlich Schluss sein mit dieser ständigen Untergrabung und den ständigen Umdeutungsversuchen unserer Neutralität, wie es Ihnen gerade passt. Sie haben nicht nur die verfassungsrechtliche, sondern auch die völkerrechtliche Verpflichtung, nicht nur militärisch neutral zu sein, sondern diese Neutralität auch glaubhaft mit allen Handlungen und Wortmeldungen nach außen zu leben. Und genau das tun Sie die ganze Zeit nicht. Und genau aus diesem Grund fordern wir
nicht nur den morgigen Nationalfeiertag zu einem neuen Startpunkt zu machen für die so dringende und notwendige Wiederbelebung unserer Neutralität und Souveränität, sondern wir fordern auch diese Erweiterung des Artikel 1 unserer Bundesverfassung. Wir wollen, dass sowohl unsere Neutralität als auch Souveränität zu Grundbausteinen unserer Verfassung gemacht werden und damit auch ihrer politischen Willkür endlich entzogen werden. Und eins möchte ich auch so sagen und das wird auch noch sagen, weil gerade die Souveränität gehört auch geschützt vor dieser immer übergriffigeren und machtgierigen EU, die immer mehr Kompetenzen an sich zieht und wo Sie auch mithelfen, dass anscheinend dieses große Ziel eines europäischen Staates verwirklicht wird. Und da finde ich es bezeichnend, wenn Sie, Herr Kollege Stocker, wenn der Generalsekretär sich heute hier hinstellt und unsere Forderung der Absicherung der Souveränität in den Grundbausteinen unserer Verfassung gleichsetzt mit einem EU-Austritt. Für jeden, dem bis jetzt noch nicht klar war, wohin die Reise geht, weiß es spätestens nach dieser Wortmeldung. Und die ÖVP ist wie immer ganz vorne mit dabei bei diesem Verrat an Österreich und diesem Ausverkauf nach Brüssel. Aber ich möchte mich bei Ihnen trotzdem für diese Wortmeldung bedanken, denn damit wird eines vor allem klar. Es wird klar, wie wichtig diese Verankerung in unserer Verfassung wäre und es wird vor allem jedem da draußen in Österreich klar, wie wichtig Neuwahlen und wie wichtig die kommenden Nationalratswahlen wären. Weil eins kann ich Ihnen versprechen, ein Herbert Kickl, eine FPÖ wird diesem Souveränitätsraub endgültig ein Ende setzen. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Kugler, bitte. Gudrun Kugler von der ÖVP, Sprecherin für Menschenrechte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hätte der Frau Kollegin Steger gerne mit einem Argument geantwortet. Ich habe nur in ihrer Rede selber keine Argumente gehört. Und dennoch können wir das, was sie gesagt hat und das, was die Freiheitliche Partei heute in diesen dringlichen Antrag hineingeschrieben haben, als ein Lehrbeispiel sehen. Nämlich ein Lehrbeispiel, wie man politisch agitieren kann. Man nehme ein paar echte Herausforderungen, man erfinde ein paar neue dazu, wie zum Beispiel, ich erinnere daran, Lockdown-Ankündigungen, Diesel aus, Heizstopp und so weiter. Man mische ein Misstrauen gegen alle Verantwortungsträger hinein und dann präsentiere man vereinfachte Lösungen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen Sie, wie man das nennt? Populismus. Und mit Populismus treiben Sie Menschen in Verunsicherung und schüren Sie Angst. Und das ist gerade in schwierigen Zeiten sehr gefährlich. Und sehr geehrte Damen und Herren, wir halten selbstverständlich an der Neutralität, an der militärischen Neutralität fest. Aber das heißt doch nicht, politisch neutral zu bleiben gegenüber Verbrechen wie illegalem Angriffskrieg oder Massenterror. Und liebe FPÖ, Russland gewähren zu lassen, das bedeutet eine Gefahr für die baltischen Staaten, für Moldau und danach natürlich auch für Österreich. Sie verlangen also, die FPÖ verlangt ein Aus für militärische Hilfe für die Ukraine. Es gibt von Österreich aus keine militärische Hilfe für die Ukraine. Unsere Hilfe ist humanitär. Und diese humanitäre Hilfe ist deswegen notwendig, weil wir in einer Gemeinschaft leben, Staatengemeinschaft. Gemeinschaft ist vielleicht für die FPÖ ein Fremdwort. Aber auch Österreich hat von der internationalen Gemeinschaft profitiert. Ich erinnere daran, warum heißt denn in Wien der Schwedenplatz, so wie er heißt, oder die Argentinierstraße? Weil wir uns bei Schweden und Argentinien bedankt haben für ihre humanitäre Hilfe nach dem Ersten Weltkrieg. Aber wenn wir mit dem Auslandskatastrophenfonds helfen wollen, wo es Menschen anderswo schlechter geht, dann stimmen Sie, FPÖ, dagegen. Und auch der Mexiko-Platz heißt so, weil Mexiko eines der wenigen Länder war, das 1938 vor dem Völkerbund gegen den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich protestiert hat. Und wir waren Mexiko dafür dankbar. Und Sie wissen ganz genau, auch nicht zu handeln ist eine Handlung. Und dass es eine internationale Staatengemeinschaft gibt und dass Zusammenarbeit irgendwie notwendig ist, das haben Sie, FPÖ, auch gezeigt, dass Sie das in Wirklichkeit wissen, nämlich damals, als Sie einen Vertrag mit Russland und mit der Putin-Partei unterzeichnet haben. Und diese Unterzeichnung war im Jahr 2016, 2 Jahre nach der Krim-Annexion. Und diese Zusammenarbeit mit Putin, Russland,
bedeutet auch eine Zusammenarbeit mit dem Iran, der mit Russland zusammenarbeitet. Und Russland setzt iranische Drohnen ein gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine. Hören Sie mir zu, Herr Kickl. Sie werden sich sicher dann noch einmal melden, aber jetzt darf ich auch einmal was sagen. Eine Zusammenarbeit mit Russland und mit Putin ist auch nicht weit entfernt von Nordkorea, wie Sie wissen, ist auch nicht weit entfernt von China, das ein großes Interesse daran hat, Europa zu destabilisieren. Und in all diesen Zusammenwirken ist dann auch eine Unterstützung der Hamas nicht mehr weit weg. Und Ihre Abgeordneten, Ihre Abgesandten waren beim Taliban, haben Sie dort auch einen Vertrag vorgeschlagen? Und schauen wir noch weiter zurück. Die FPÖ war auch in Tschetschenien und hat sich mit Präsident Kadyrov getroffen, den man den Schlechter von Grozny nennt. Herr Kickl, Sie beschwören Neutralität, aber nur deswegen, weil Ihre Freunde auf einer anderen Seite stehen. Sie sind nicht neutral, Sie arbeiten mit Schurken. Unser Motto der internationalen Zusammenarbeit muss sein, mitgestalten statt Isolation. Wenn man die Ideen der Freiheitlichen Partei eins zu eins umsetzen würde, dann wäre Österreich aus jeder Gemeinschaft ausgetreten oder ausgeschlossen. Und unsere Wirtschaft läge am Boden und die Arbeitsplätze wären zerstört. Herr Kickl, Sie hören mir zwar nicht zu, aber Sie wissen, dass 6 von 10 Euro in Österreich durch den Export verdient werden. Großbritannien tut es jetzt leid. Eine Mehrheit der Briten sagt jetzt, der Brexit war ein Fehler. So, das, was Sie hier machen mit dieser Sondersitzung, ist billiger Populismus. Und das tut mir ganz besonders leid am Vorabend unseres Nationalfeiertags. Denn Österreich ist in unzähligen Statistiken weit vorne, weltweit und europaweit, von der Lebensmittelsicherheit bis zur Lebensqualität. Und die Menschen in Österreich sind innovativ und die Menschen in Österreich wollen ihre Freiheit leben und sich gemeinsam für ein Weiterbringen Österreichs einsetzen. Und noch ein kleines Fakt am Rande, wir sind auch eine der spendenfreudigsten Nationen der Welt. Denn den Österreicherinnen und Österreichern ist wichtig, dass wir den Menschen auch dort helfen, wo es ihnen schlecht geht. So geht Politik. Vernunft, Unaufgeregtheit und beherztes Anpacken. Wir machen so weiter. Die FPÖ sei nicht neutral, sondern arbeite mit Schurken zusammen, sagt hier Gudrun Kugler von der ÖVP. Gabriele Heinisch-Hossek von der SPÖ ist am Wort. Frau Ministerin, Frau Staatssekretärin, Kolleginnen und Kollegen. Also um die Glaubwürdigkeit in der Politik ist es im Moment eh nicht so super gestellt. Und wir Politikerinnen und Politiker haben hoffentlich alle ein Wertegerüst, das wir mitbekommen haben, das wir auch nicht verändern. Jetzt hat Herbert Kickl Anfang der 90er für Jörg Haider die Reden geschrieben und hat da aufgeschrieben auf einen Zettel oder auf mehrere Zettel. Naja, Verhandlungen mit der NATO, die Neutralität, sie sehen nichts mehr wert. Nähern wir uns doch an, verändern wir uns. Jetzt kann ich sagen, im Laufe der Jahre haben Sie, Herr Kickl, ein bisschen Gedächtnislücken oder Löcher, richtige Gedächtnislöcher, weil Sie heute, naja, sich selber aufschreiben oder aufgeschrieben bekommen, interessiert mich auch nicht sonderlich, dass die Neutralität und dass Sie der Retter und der Retter der Neutralität sind. Na, glauben Sie wirklich, dass Ihnen das wer glaubt, Herr Kollege Kickl? So viel zum Thema Glaubwürdigkeit in der Politik. Und habe ich eine Haltung, habe ich eine Gesinnung? Oder wechsle die? Christian Hafenecker hat in einem Sommergespräch gesagt, na ja, die Zeiten ändern sich. Ja, die Zeiten ändern sich, aber mein Wertegerüst darf sich nicht ändern. Deswegen ist die FPÖ unglaubwürdig geworden. Das Market-Institut erhebt seit 20 Jahren unter anderem die Haltung, hören Sie zu, die Haltung der Österreicherinnen und Österreicher,
zur Neutralität. Und die hat sie in 20 Jahren eigentlich gar nicht verändert, sondern es ist immer 69% sind sie im Moment. Der Österreicherinnen und Österreicher, die befragt wurden, halten sehr viel von der Neutralität. Das ist so eine richtige Haltung über einen langen Zeitraum. Aber ihr habt eure Meinung, auch die ÖVP hat ihre Meinung im Laufe der Jahrzehnte nicht einmal, sondern mehrmals geändert. Und ich glaube, dass das inkonsequent ist. Ich glaube, dass das die Menschen auch merken. Ich glaube, dass man sich das sowieso auch merken sollte, dass es in der Politik um Glaubwürdigkeit geht. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich kann wirklich für uns sagen, für die Sozialdemokratie seit 1955 halten wir die Neutralität hoch. Haben unsere Meinung nie verändert im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kickl. Wir sind für eine aktive Neutralitätspolitik. Was bedeutet das? Bedeutet gleichzeitig auch aktive Außen- und Sicherheitspolitik, bedeutet aktive Friedenspolitik. In den Papieren, die Sie heute als dringlichen Antrag uns vorlegen, wollen Sie aus allem austreten. Also aus allen internationalen Organisationen, derer wir uns völkerrechtlich, menschenrechtlich, 193 Staaten, 192 jetzt verpflichtet haben, das ist alles nichts wert. Sagen Sie, wo leben Sie eigentlich, Herr Kickl? Das ist ja na, ich verstehe es schon. Sie missverstehen es. Ich darf nur erinnern an die Friedensresolution 1325 im Jahr 2000. Vielleicht kann sich wer erinnern daran, wo wirklich aktiv daran gearbeitet wurde. Und es ist in 2 Stunden nicht einmal noch erwähnt worden, dass die Opfer hauptsächlich von kriegerischen Auseinandersetzungen Mädchen, Frauen und Kinder sind, sehr geehrte Damen und Herren. Und dass die 1325er Resolution, die Friedensresolution, wir bewerben uns ja gerade wieder, ich hoffe, es wird sich sehr bemüht von Regierungsseite, dass wir wieder in den Nationalen Sicherheitsrat der UN kommen, der Vereinten Nationen. Denn hier hat damals Österreich eine wirklich gewichtige Rolle gespielt und hat bei kriegerischen Auseinandersetzungen die Aktion und Prävention, die Beratung von Frauen in kriegerischen Auseinandersetzungen forciert. Und wir haben als einer der ersten Staaten hier auch reagiert und haben einen nationalen Aktionsplan, der immer wieder überprüft wurde, entwickelt. Also wir sind immer auf der Seite der Opfer. Wie halten Sie es mit den Opfern? Sie haben nichts dazu gesagt heute. Aber die, die heute zuhören und zuschauen, werden sich ein Bild machen. Und ein allerletzter Satz sei mir gestattet als Kultursprecherin. Sie haben in der Vergangenheit schon Kunst und Künstlerinnen, Künstler und Kunstschaffende beleidigt. Sie haben es gerade wieder erst getan in Wien, nämlich der Friedensnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek eine Beleidigung an den Kopf zu werfen. Ich sage Ihnen, Sie werden nicht Kanzler. Mit einer direkten Ansage an FPÖ-Chef Herbert Kickl endet hier Gabriele Heinisch-Hossig ihren Redebeitrag. Von den Grünen ist jetzt die Verfassungssprecherin Agnes Jirka-Brammer am Wort. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher, geschätzte Damen auf der Regierungsbank. Ich finde es wirklich schwierig zu verstehen, wie Sie hier Österreich, Österreichs Rolle und Österreichs Standing in der internationalen Gemeinschaft nicht nur laufend kleinreden, sondern auch durch Ihre Reden und durch Ihre Beiträge und durch Ihre Forderungen kleiner und immer kleiner machen. Österreich ist seit Anbeginn dieser Zweiten Republik ein stabiler Partner in allen internationalen Organisationen. Österreich hat sich einen hervorragenden Ruf in der internationalen Diplomatie erarbeitet. Österreich ist einer der Staaten, die gerne und immer wieder für hochkarätige Gespräche ausgewählt wurden. Österreich ist nicht umsonst Standort der UNO. Und Sie reden Österreich ständig klein. Mit welchem Recht machen Sie das? Mit welchem Recht stellen Sie sich hier hin und erklären uns, andere würden über uns bestimmen, wir würden Macht abgeben, wir würden irgendwelche
wahnsinnigen oder irrwitzigen Erklärungen abgeben, die uns zu Opfern machen, die uns zu Getriebenen machen, die uns zu einem Spielball von irgendwelchen düsteren oder irgendwelchen obskuren Mächten machen. Das erklären Sie hier in 16 Seiten Antrag und in mittlerweile 3 oder 4 Reden. Ständig stellen Sie sich hier hin und machen Österreich klein, machen unser Österreich klein. Wie kommen Sie dazu? Österreich ist ein sehr, sehr wichtiger Partner in all diesen internationalen Organisationen und in all diesen internationalen Verträgen. Verträge bedeutet, dass mehrere etwas vereinbaren und sich dann gemeinsam daran halten. Und da war Österreich immer federführend beteiligt. Und Österreich ist auch jetzt an allen Entscheidungen uns illustrieren, ist, dass irgendwer irgendwo irgendetwas entscheidet und wir stehen da als kleines Fähnchen im Wind und werden hin und her gepustet. So stellen Sie Österreich dar. Und dann glauben Sie auch noch, das wäre im Sinne der Republik, wäre im Sinne der österreichischen Bevölkerung, dass Sie Österreich ständig klein machen? Wirklich? Das ist das, worauf Sie abzielen? Das ist der Eindruck, das ist das Bild, das Sie von diesem Staat, von dieser Republik haben? Österreich hat sich die längste Zeit erwiesen als eine gestaltende Kraft, als jemand, der mitredet und der mitentscheidet. Und das ist das Wesentliche, denn nur so funktioniert internationale Gemeinschaft und nur so funktioniert internationale Politik. Das bedeutet, dass man aber auch die eigene Rolle wahrnehmen und dass man sich der eigenen Verantwortung bewusst sein muss. Und zwar nicht nur nach außen hin, sondern auch gegenüber der eigenen Bevölkerung. Und der eigenen Bevölkerung ständig ein X für ein U vormachen, ständig erzählen von irgendwelchen abstrusen Konstrukten, die uns bedrohen würden, während man selber an Verbindungen strickt mit anderen Nationalisten, die genau das Gleiche in ihren jeweiligen anderen Staaten machen, mit genau dem gleichen Geld aus genau den gleichen Quellen, wie Sie herhaben. Österreich ist ein souveräner Staat und Österreich ist ein neutraler Staat. Und die Neutralität ist nicht eine Wertehaltung. Die Neutralität ist nicht einmal ein Grundwert. Die Neutralität ist ein Gesetz und sie ist sogar ein Verfassungsgesetz. Und das bedeutet, dass die gesamte Verwaltung sich daran halten muss. Und tut sie es nicht, kann das in einem Rechtsstaat, der Österreich ist, überprüft werden. Und genauso auch das, was hier herinnen geschieht. Wenn wir Gesetze beschließen, die gegen die Neutralität verstoßen, werden diese Gesetze vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Wenn jemand in der Regierung Aktionen setzt, die gegen die Neutralität verstoßen, kann seine Ministeranklage beim Verfassungsgerichtshof geben. Sie wissen das alles. Sie wissen, Neutralität ist nichts, das irgendwo herkommt, das irgendjemand fühlt und das man mehr oder weniger fühlen muss, damit es gibt. Die Neutralität in Österreich ist eine gesetzliche, eine verfassungsgesetzliche Realität. Und ich habe hier herinnen keinen gehört, der daran irgendetwas ändern möchte. Hören Sie auf, den Menschen ständig Angst zu machen und den Menschen ständig irgendwelche Probleme vorzugaukeln, die es überhaupt nicht gibt. Sie bieten ja nicht einmal irgendwelche Scheinlösungen dazu an, sondern sie stellen nur irgendwelche düsteren Bedrohungsszenarien in den Raum. Und jetzt fangen Sie auch noch an, Österreich kleinreden. Ich lasse mir unser Österreich nicht kleinreden und ich lasse es mir von Ihnen nicht kaputt machen. Agnes Zirker-Prammer war das von den Grünen. Wir nähern uns langsam dem Ende der Debatte. Zwei Redner und eine Rednerin sind vorerst noch gemeldet. Am Wort ist jetzt von den NEOS Yannick Schetti. Frau Staatssekretärin, Herr Kickl, Neutralität, Sicherheit, die Heimat schützen, das war heute Inhalt Ihrer Rede, Ihrer dringlichen Sitzung, die Sie heute beantragt haben. Ihr Verständnis von einer österreichischen Sicherheitspolitik, darüber wollen Sie mit uns heute diskutieren. Tun wir das. Aber beantworten wir zuerst vielleicht ein paar grundsätzliche Fragen. Meinen Sie es wirklich gut mit der österreichischen Sicherheitspolitik? Sind Sie überhaupt glaubwürdig
in dem, was Sie hier sagen. Und was ist Ihre eigentliche, Ihre versteckte Agenda? Darüber würde ich gerne mit Ihnen reden, aber Step by Step. Sie treten heute ans Rednerpult, ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Und Sie sagen, nur wer die Neutralität schützt, wer die Neutralität verteidigt, schützt Österreich. Wir alle wissen hier, Sie alle wissen, egal wie man zur Neutralität steht, das ist falsch, das ist ein Blödsinn. Egal wie man zur Neutralität steht, geschützt wird Österreich durch seine Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Jeder von Ihnen weiß, alleine ist Österreich schutzlos in dieser Welt. Und jeder von uns weiß, wer schutzlos ist, ist Tyrannen und Diktatoren ausgeliefert. In der Ukraine sehen wir, was mit Ländern passiert, die Tyrannen und Diktatoren ausgeliefert sind. Die werden brutal überfallen, die werden geplündert und beraubt. Die Mitgliedschaft in der EU ist also der Schutzschirm Österreichs für Österreichs Sicherheit. Das ist erwiesen. Und jetzt gibt es Kräfte in Europa, die teils im Verborgenen operieren, die ihr wahres Gesicht nicht zeigen, die wollen Europa zerlegen, die wollen Europa rückabwickeln, die wollen Europa zerstören. Und wissen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, wer die sind, diese Kräfte, wo die sitzen? Die sitzen auch in unserem Parlament, die sitzen hier, einer sitzt in der ersten Reihe. Sie, Herr Kickl, gehören zu diesen Kräften, die Europa zerstören wollen. Das ist Ihr eigentliches Endziel. Sie wollen den Exit, Sie wollen den Austritt Österreichs aus der Europäischen Union. Aber verschleiern das und geben das nicht zu vor den Wählerinnen und Wählern, weil sie wissen, dass die das nicht so toll finden, dass Österreich raus aus der Europäischen Union soll. FPÖ-Wien-Chef, Herr Kickl, bleiben Sie ein bisschen ruhig, ich würde Ihnen gern 3 Zitate geben, um das zu untermauern. FPÖ-Wien-Chef Dominik Knepp, Zitat: Wir müssen überdenken, ob wir in dieser EU bleiben. FPÖ-EU-Delegationsleiter Harald Wilimski, Zitat: Es war ein fataler Fehler, Teil dieser EU zu werden. Jetzt kommt's. Wir kommen nur dann einen Schritt nach vorne, wenn wir wieder einen zurückgehen, also den Exit gehen. Zitat Herbert Kickl in der Tiroler Tageszeitung, haben sich ganz lang herumgewunden. Das wollten Sie zuerst nicht beantworten, wollten es ausweichen. Aber dann sagen Sie, Zitat, natürlich ist ein EU-Austritt denkbar. Sie wollen raus aus der Europäischen Union, Sie wollen den Exit und Österreich damit schwächen. Herr Kickl, Sie wollen Österreich schützen, indem sie Europa spalten. Das ist verrückt. Wer Österreich liebt, zündelt nicht mit einem Exit, aber Sie tun es. Na, Herr Kickl, wir wollen gar keine Denkverbote. Wir wollen offenlegen, was Sie eigentlich vorhaben, was Sie eigentlich mit Österreich vorhaben. Jetzt fragen Sie sich zu Recht, warum verschleiert die FPÖ diese Agenda? Warum sagen Sie einmal das und dann das? Warum eiern Sie damit herum? Sie tun das, weil Sie wissen, dass die große Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher einen Exit furchtbar fände. Zu Recht. Sie müssen also Ihre Agenda verstecken, damit Sie zuerst gewählt werden, um sie dann umzusetzen. Und außerdem kommt noch was dazu. Na, das ist keine Verschwörungstheorie, da gehören eher Sie hin in das Eck. Aber außerdem kommt noch was anderes dazu. Teile dieser Europazerstörer in den europäischen Staaten, die werden finanziert direkt aus Putins Kasse. Das ist bewiesen. Das ist ein Fakt. Und Putins Ziel ist es, auch das wissen wir, Europa von innen zu zerstören. Perfide, wer glaubt, er wird darin Verbündete finden in den europäischen Parlamenten. Aber Sie, Herr Kickl, machen dabei mit. Sie machen dabei mit. Unter dem Deckmantel der Neutralität sind Sie zuerst Putins Lobbyist, um seinen Angriff auf die Ukraine zu verteidigen. Was ist denn daran eigentlich neutral? Erstens. Und zweitens, um dann seinen Plan zu vollstrecken und gemeinsam mit den Le Pens, mit den Salvinis, mit den Weidels die EU von innen zu zerstören. Herr Kickl, ich wiederhole es noch einmal. Sie wollen Österreich schützen, indem Sie Europa spalten. Und dagegen werden wir erbitterten Widerstand leisten. Jannik Schetti war das von den NEOS. Aber vor allem, sehr geehrter Herr Klubobmann Herbert Kickl, Sie müssen erkennen, was wir in einem geeinten Europa zu verdanken haben. Der Zauber Europas, ich würde es so beschreiben. Ich will Ihnen beschreiben, was ich meine. Ich habe diesen Zauber Europas das erste Mal, jetzt rasten Sie nicht wieder aus, hören Sie einfach kurz zu. Ich habe diesen Zauber Europas das erste Mal gespürt, als ich 15 Jahre alt war. Da hat unsere Schule teilgenommen. Das war nicht vor der EU, jetzt hören Sie ganz kurz zu. Ja? Also, ich habe das erste Mal gespürt, als ich 15 Jahre alt war.
Unsere Schule hat da teilgenommen an einem Projekt, das heißt Model European Parliament. Das ist eine echt tolle Sache. Da kommen junge Menschen aus allen, Schülerinnen und Schüler, aus allen europäischen Mitgliedstaaten zusammen in einem Mitgliedstaat. Damals war das in Estland, in Tallinn, und da wird das Europäische Parlament simuliert. By the way, auch eine super Form der politischen Bildung. Und das hat was Magisches gehabt. Junge Leute, die da zusammenkommen, die für Europa brennen. Da habe ich das erste Mal gespürt, was ein vereintes Europa, was da für eine Kraft drin liegt. Und ich werde nie vergessen, was meine Oma damals zu mir gesagt hat. Das war natürlich aufregend, diese Reise. Wir haben damals darüber geredet, was die zu mir gesagt hat. Die ist sehr emotional geworden und hat darüber geredet, als sie 15 war. Da war der mörderische Zweite Weltkrieg erst 5 Jahre her. Österreich ist in seinen Trümmern gelegen. Und dass ich, meine Schwester, die jungen Menschen diese Möglichkeiten haben, die wir jetzt haben. Sie hat damals gesagt, das ist etwas Wunderschönes. Die jungen Menschen, die wissen, was ihnen Europa bringt, Herr Kickl. Ich war 15, als ich das erste Mal den Geist der Europäischen Union verstanden habe. Sie, Herr Kickl, sind 55 und ich habe das Gefühl, Sie haben es immer noch nicht gecheckt, um was es in Europa geht. Es geht nämlich in Europa, und das ist der Kern. Es geht darum, Frieden in Europa zu sichern, und das gibt es nur gemeinsam, Herr Kickl. Diesen Frieden, den wollen Sie uns, der europäischen Jugend, wegnehmen. Und ich wiederhole noch einmal, dagegen werden wir erbitterten Widerstand leisten. Das werden wir nicht zulassen. Wir lassen uns nicht von Ihnen und von Ihrer versteckten Agenda unsere Sicherheit nehmen. Wir kämpfen. Wir werden kämpfen. Wir werden kämpfen und Ihr Endziel, die Zerstörung der Europäischen Union, verhindern. Janik Schetti war das von den Neos. Bitte entschuldigen Sie meine kurze Unterbrechung während der Rede. Die ORF-Kommentatorenkabine hier im Parlament verfügt über keinen direkten Blick in den Plenarsaal. Ich kann das Geschehen, wie Sie, hier nur auf einem Bildschirm verfolgen. Vorletzter Redner ist jetzt am Wort Wolfgang Gerstl von der ÖVP. Und daher möchte ich noch mal kurz erinnern. Am 25. Oktober 1955 hat der letzte russische Besatzungssoldat Österreich verlassen. Und am Tag danach hat Österreich aus freien Stücken die Neutralität beschlossen. Und heute sind wir in einer Situation, wo die Freiheitliche Partei Österreichs einen Vertrag nicht mit Russland, sondern sogar mit dem Diktator Putin, mit dem geeinten Russland abgeschlossen hat. Und zwar wann? Am 19.12.2016. Ein Jahr später, am 18.12.2017, kam Kickl in die Regierung. Und was glauben Sie, was Ihr erster Akt war, als Kickl in die Regierung kam? Es hat gerade mal 2 Monate gedauert, am 28. Februar 2018. Er hat die ersten 2 Monate dafür verwendet, den österreichischen Staatsschutz zur Sicherheit Österreichs zu überfallen mit seiner Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, mit einer rechtswidrigen Hausdurchsuchung, um Österreich zu destabilisieren, meine Damen und Herren. Vielleicht hängt das auch irgendwie zusammen, dass Sie vorher einen Vertrag mit Russland abgeschlossen haben, dass Sie danach auch noch in den österreichischen Verfassungsschutz hineingegangen sind, um zu schauen, ob dort ja nichts vielleicht drinnen liegt gegen Ihre Partei, gegen die Rechtsextremen aus Ihrer Partei, gegen die Identitären, weil Sie nicht wollten, dass der österreichische Verfassungsschutz sich weiterhin dafür ausspricht, dass man Rechtsextreme schützt, dass man Rechtsextreme entsprechend behandelt, damit sie nicht gegen Juden weiterhin vorgehen können. Das ist der Punkt. Und Sie wollten den Verfassungsschutz aushebeln. Und dies war rechtswidrig, Herr Kollege Kickl. Das kann ich Ihnen sagen. Und Sie haben heute von Vertrauen gesprochen. Ich habe gesagt, Neutralität ist ein Vertrauen. Aber ich frage Sie, ist denn Vertrauen nicht, wenn Sie Ihren Vertrag mit der Putin-Partei offenlegen? Warum legen Sie ihn nicht offen? Ist das Ihr trojanisches Pferd, Herr Kollege Kickl? Warum? Transparenz, nur Transparenz schafft Vertrauen. Sie schaffen es hier nicht. Sie haben eine Außenministerin, die einen Kniefall vor Putin gemacht hat und heute den Österreichern und Österreichern erzählen will, dass in Russland, wo die Menschen nicht mehr wissen, wie sie sich das Leben leisten können, dass es dort besser wäre als in Österreich. Schämen Sie sich für Ihre Außenministerin.
Und Sie als Innenminister haben keine Bilanz zusammengebracht. Sie waren schlechter als jeder andere Innenminister davor. Sie haben höhere Zahlen in der Grundversorgung gehabt als der heutige Innenminister. Herr Kollege Kickl, Sie schreien nur laut, aber Sie bringen nichts zusammen. Und wenn es Ibiza nicht gegeben hätte, dann wäre Ihre Bilanz nämlich noch schlechter gewesen. Sie können froh sein, dass Ibiza gegeben hat. Und Sie können froh sein, dass Sie entlassen wurden aus dieser Bundesregierung. Denn ansonsten wäre noch mehr aufgefallen, was Sie alles nicht zusammengebracht haben. Meine Damen und Herren, der Herr Kollege Kickl ist unter die Gefährder gegangen. Er gefährdet die Republik Österreich. Und dem müssen wir entsprechend Rücksicht nehmen, dass das nicht nochmals passiert, meine Damen und Herren. Einen Handlanger Russlands, jemanden, der Russland verteidigt, und Ihre Kollegin hat heute hier Russland verteidigt. Es geht Ihnen darum, hier nicht neutral zu sein, sondern eine Partei zu unterstützen, die sich rausgenommen hat von allen Menschenrechten, die es abgelehnt hat, weiterhin den Menschenrechtsvertrag auch entsprechend zu unterstützen, und eine Partei, die auch dafür da war, dass man nicht anerkennt, dass Russland vor dem Internationalen Strafgerichtshof gerade untersucht wird und ermittelt wird, weil Putin 19.000 ukrainische Kinder aus der Ukraine nach Russland verschleppen hat lassen. So ein Land unterstützen Sie heute noch? Nein, Herr Kollege Kickl, schämen Sie sich dafür. Rechte und Gesetze gelten für alle. Und verlegen Sie sie nicht auf die Straße, meine Damen und Herren. Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl war das. Petra Bayer von der SPÖ ist die vorerst letzte gemeldete Rednerin dieser Debatte. Ich kenne Menschen, die sind sicher, dass sie einen atomaren Winter, den Klimakollaps oder alle möglichen Katastrophen ganz alleine und einsam überstehen, indem sie als einsame Wölfe oder Eremiten irgendwo in einen Privatbunker sich zurückziehen oder die dementsprechende technische Ausstattung hat. Und Menschen sind aber keine einsamen Wölfe. Menschen sind soziale Wesen, wir sind soziale Wesen. Und es mag sein, dass Einzelne alleine irgendwo bestehen, überstehen, indem sie Solidarität verweigern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Leben dann ein gutes Leben ist. Und Menschen haben über Jahrtausende gelernt, in Verbänden, in Gruppen gemeinsam zu leben. Und sie haben gut daran getan. Und für Staaten ist das ganz ähnlich. Es ist kaum möglich, dass irgendein Staat isoliert besteht. Viel zu sehr ist Gesellschaft, Wirtschaft, Politik miteinander verflochten. Und Staaten sind sehr gut beraten, zu kooperieren, zu helfen, zu teilen, Arbeit zu teilen, Ressourcen zu teilen. Und genau dazu haben wir internationale Organisationen gegründet. Zum Beispiel vor 78 Jahren genau die Vereinten Nationen. Und Österreich ist ein Standort von über 70 internationalen Institutionen mittlerweile. Und internationale Arbeit ist komplex. Und sie ist ganz besonders dann komplex, wenn es Unterschiede in den Zugängen gibt und den Streitigkeiten gibt. Und ja, internationale Arbeit ist teuer. Und sie ist noch teurer, wenn es Streitigkeiten gibt, die nicht am grünen Tisch ausgetragen werden, sondern die am Schlachtfeld ausgetragen werden. Weil dann zahlen wir dafür das Kostbarste, was wir haben, nämlich Menschenleben. Und das ist wahrscheinlich das Allerteuerste, was wir verlieren können. Wir wissen also, dass viele Herausforderungen wir nur weltweit gemeinsam meistern können, lösen können. Die Klimakrise, Armut bekämpfen, 8 Milliarden Menschen mit sauberem Wasser, sauberer Luft, mit guter Nahrung zu versorgen. Und ja, darum gibt es unter anderem die nachhaltigen Entwicklungsziele, ein völkerrechtlich nicht verbindliches Instrument, vor dem sich die FPÖ offensichtlich sehr, sehr fürchtet. Als SPÖ haben wir eine Idee von internationaler Zusammenarbeit, die stärken soll, die weiterentwickeln soll. Wir wollen sie auch demokratisieren, wir wollen die Strukturen von internationalen Institutionen ins Heute holen, wo das noch nicht passiert ist. Und wir wollen internationale Solidarität und Organisationen dazu verwenden, dass sie die Probleme von Menschen löst, ohne Zurufe von Privaten.
Internationale Organisationen sollen stark und verlässlich sein. Und neutrale Staaten spielen darin eine ganz besondere Rolle. Sie können als Vermittler sehr glaubhaft auftreten, gute Dienste anbieten, ihr Territorium für vertrauliche Gespräche anbieten. Und die SPÖ will eine engagierte Neutralität. Wir wollen uns politisch einmischen. Wir wollen auf den Werten von Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Nachhaltigkeit eine Solidarität, eine internationale Solidarität üben. Und wir wissen, dass wir die Österreicherinnen und Österreicher darin als Verbündete haben. Und das ist gut so. Die Idee der FPÖ zur Neutralität lässt sich nach dieser Debatte sehr gut kurz zusammenfassen. Die FPÖ will aus der EU austreten, sie baut Österreich zu einer Festung um, sie kaufen dann in Schilling und natürlich auch in Bar verbleiten Sprit, fahren mit irgendwelchen Drecksschleudern nach Moskau, um dann dort Putin sich mit einem Knicks zu unterwerfen. Sie pfeifen auf Menschenrechte, auf Gerichtshöfe und auf den Rest der Welt. Sie ignorieren Klima, Gesundheit, Nachhaltigkeit und bei Bedarf auch in der Ukraine die Notwendigkeit von humanitärer Hilfe. Und sie landen dann letztendlich bei ihren Freunden von den Taliban. Und ob sie das dann mit oder ohne Virus machen, das bleibt mir verschlossen. Aber jedenfalls ist es nicht gegendert, soweit ist sicher. Wenn die Österreicherinnen und Österreicher sich auf ihre Art der Neutralität verlassen, dann sind die Österreicherinnen und Österreicher verlassen. Das ist heute wirklich klar geworden. Ganz zu Ende ist diese Debatte doch noch nicht. Die FPÖ möchte offenbar das letzte Wort haben. Hannes Amesbauer von der FPÖ hat sich noch zu Wort gemeldet. Geschätzte Ministerinnen, Frau Staatssekretärin, geschätzte Damen und Herren, liebe Österreicher, die Neutralität wird immer weiter ausgehöhlt. Die Souveränität wird Stück für Stück abgebaut. Nationale Kompetenzen werden immer mehr abgegeben. Die Sicherheitslage in Österreich ist angespannt. Die illegale Massenzuwanderung findet ungehindert statt und damit verbunden selbstverständlich auch die Islamisierung. Und was sagen jene dazu, die dafür verantwortlich sind? Die zeigen mit dem Finger auf andere, nämlich auf jene, die diese Probleme seit langem aufzeigen und die auch Lösungen anbieten. Auf die FPÖ und insbesondere auf Herbert Kickl. Eine Kutzpe der Sonderklasse. Und in den letzten Tagen gibt es einen neuen Spin bei der ÖVP. Nehammer, Kahner, Stocker. Sagen wir mal, der Kickl ist ein Sicherheitsrisiko. Darum darf er nicht Kanzler werden, auch wenn die Bürger das wollen. Auch wenn die Bürger das wollen. Als Begründung wird immer wieder die Geschichte angeführt, so auch in der heutigen Diskussion. Er hätte das BVD zerschlagen, sagen Sie. Übrigens, wenn man den Kollegen Gerstl zugehört hat, dann merkt man, dass der Kollege Gerstl sich seine private Parallel- und Gegengesellschaft gegen die Realität schon gebildet hat. Ja, also sehr, sehr bemerkenswert und ich will da gar nicht zu weit jetzt ausholen. Ja, Sie wissen das ja selbst, dass eine Hausdurchsuchung, auf die Sie sich beziehen, nicht vom Innenminister angeordnet wird, sondern von der Staatsanwaltschaft nach richterlicher Genehmigung. Und ein gewisser Karl Nehammer, damals Generalsekretär, hat auch eine Presseaussendung extra gemacht, in der er gesagt hat, natürlich war die neue Volkspartei informiert, eingebunden, alles war akkutiert und es gibt keine diesbezügliche Kritik an Innenminister Kickl. So viel zu dem Thema. Im Übrigen sollten Sie einmal den Bericht des Berner Clubs durchlesen, dann sehen Sie sofort, dass das BVD schon lange vor dieser Aktion hin war und zwar aufgrund ihrer verantwortungslosen Personalpolitik im BVD. Gut. Der Nehammer, ja, die Verantwortung abschieben. Der Nehammer, derjenige, der die politische Verantwortung für den Terroranschlag für den islamistischen in Wien trägt, der sich in wenigen Tagen zum dritten Mal jährt. Der Herr Nehammer, der einen Sturm aufs Parlament frei erfunden hat, um eine gewisse Stimmung in diesem Land zu erzeugen. Diese Bundesregierung mit Hilfe der SPÖ und der NEOS, die während der Corona-Zeit die Grund- und Freiheitsrechte mit Füßen getreten haben, die Menschen gespalten und in Angst versetzt haben und Milliarden verbrannt haben und vor allem in die Taschen der schwarzen Freunde gewirtschaftet haben. Die ÖVP, die über Jahre Österreich zu einem wahren Eldorado für Dschihadisten, Islamisten, Terroristen und Gefährder gemacht hat. Und was haben wir jetzt, in der jetzigen Situation, wo der Auslöser
natürlich die unfassbaren Vorfälle im Nahen Osten sind, wo die Terrororganisation Hamas Zivilisten abschlachtet, wahllos, haben wir jetzt islamistische Demonstrationen, inklusive Solidaritätskundgebungen für diese islamistische Terrorbande, Mörderbande Hamas in Österreich und in vielen Städten Europas. Wir haben einen importierten Antisemitismus. Wir haben eine Terrorwarnstufe, die auf hoch gesetzt wurde. Die vierthöchste von 5 möglichen Terrorwarnstufen. Und was ist die Reaktion der Regierung? Entsetzen. Fassungslosigkeit. Als ob man es nicht ahnen hätte können. Ein Gerede von Integration, Deradikalisierung und so weiter und so fort. Ja, dafür ist es zu spät. Die Probleme haben wir dank ihrer Politik längst im Land. Eine Forderung nach Demoverboten, nach generellen Demoverboten und Fantasien nach mehr Überwachung der Kommunikation der Bürger. Ja, aber Vorsicht, da könnte die Büchse der Pandora geöffnet werden. Das haben wir gesehen, was passiert, wenn man der ÖVP zu viel Macht in die Hand gibt, dass da der Willkür Tür und Tor geöffnet ist. Und alles und all diese Dinge sind ja nur die Symptome. Sie reden von den Symptomen. Wir müssen aber über die Ursachen reden und die Ursachen bekämpfen. Das ist die illegale Massenzuwanderung aus dem islamischen Raum. Und nicht dieser Verrat, den der Innenminister jetzt macht beim Beitritt zum EU. Sie müssen zum Schlusssatz kommen, Herr Abgeordneter. Zum EU-Asyl- und Migrationspakt, wo noch mehr Souveränität nach Brüssel abgegogen wird. Was wir brauchen, ist ein sofortiger Asylstopp, die Festung Österreich und einen Volkskanzler Herbert Kickl. Die FPÖ darf offenbar nicht das letzte Wort haben bei dieser Debatte. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker meldet sich hier bei dieser Debatte nun zum zweiten Mal zu Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus, sehr verehrte Zuseherinnen und Zuseher hier im Saal oder vor den Bildschirmen. Am Vorabend des Nationalfeiertages, wo wir eigentlich feiern, dass wir ein freies, unabhängiges Land geworden sind, nimmt das die FPÖ zum Anlass, um etwas zu liefern, was wir gerade gesehen haben. Das ist eigentlich zum Fremdschämen, Herr Kickl. Alles, was Sie hier anbieten, ist dagegen. Dagegen sein geht sich aber nicht aus, wenn man für das Volk und für die Heimat sein will. Wenn das Programm nur dagegen heißt und das Einzige, wofür man ist, pro-russische Anträge sind, aber gegen internationale Zusammenarbeit, gegen internationale Lösungen, dann schafft man Abhängigkeiten. Das ist das Gegenteil von Souveränität und es ist auch das Gegenteil von Solidarität. Mit der Ukraine, die ihre Souveränität verlieren soll, wenn es nach Putin geht, da haben sie wenig Mitleid. Da sind ihnen die Menschen egal. Da geht es ihnen eher darum, dass sie mit Russland eines Sinnes sind. Und ich sage Ihnen auch, wem das Volk in anderen Ländern, in freien Ländern egal ist, den ist es in letzter Konsequenz auch bei uns egal. Das, was Sie hier uns erzählen und was Ihr Programm ist, das kann man so zusammenfassen, Sie wollen eine Festung. Sie ziehen die Zugbrücke hoch, setzen sich den Aluhut auf und dann ist die Welt für Sie in Ordnung. Für ganz viele Menschen in Österreich, vor allem die Jüdinnen und Juden, ist es im Moment aber gar nicht in Ordnung. Und es ist auch für viele in Europa, insbesondere in der Ukraine, ist es nicht in Ordnung. Und auf der Welt im Nahen Osten ist es auch für ganz viele Menschen nicht in Ordnung. Für die Menschen in Israel, auch für ganz viele Palästinenser ist es nicht in Ordnung, was derzeit passiert. Und Politik hat Verantwortung zu tragen. In Österreich, in den internationalen Organisationen, im Ausland und deshalb ist unser Bundeskanzler auch heute in Israel, weil für die Sicherheit der Menschen und auch darüber hinaus gilt es zu arbeiten. Auch Christian Stocker darf hier nicht das letzte Wort haben. Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ hat sich gemeldet, aber zuvor kommt noch Dagmar Belakovic mit einer tatsächlichen Berichtigung. Danke. Frau Präsidentin, mein Vorredner, der Abgeordnete Stocker, hat hierinnen behauptet, die Freiheitliche Partei ist immer nur gegen alles. Das ist unrichtig. Ich berichtige tatsächlich, die Freiheitliche Partei ist für die Souveränität, für die Neutralität und für einen Asylstopp. Frau Abgeordnete Belakovic, das war eine politische Wertung und kein Sachverhalt und daher auch keine tatsächliche Berichtigung.
Und nun ist die Frau Abgeordnete Eva Maria Holzleitner am Wort. Dankeschön, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frauen Ministerinnen, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, Kolleginnen und Kollegen. Der Partei der 1000 Einzelfälle kann in diesem Haus niemand glauben, wenn es um Antisemitismus, um Kampf gegen Antisemitismus geht. Die Partei der 1000 Einzelfälle, die einen Landeshauptfrau-Stellvertreter stellt in Niederösterreich, der von der 7. Million singt, ist so weit weg im Kampf gegen Antisemitismus wie nur sonst irgendwas. Niemand in diesem Haus braucht sich von Ihnen erklären lassen, wie man gegen Antisemitismus in diesem Land ankämpft. Niemand in diesem Haus. Die Neutralität ist Aufgabe. Die Neutralität ist Verpflichtung. Verpflichtung, sich zu beteiligen. Beispielsweise bei Friedensprozessen, aber auch bei internationalen Organisationen. Als Standort der UNO, als Standort der OSZE, all das darf nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Die Neutralität ist eindeutig Identität und Aufgabe. Und das Spiel der FPÖ, dieser Antrag ist durchschaubar, weil alles, was Sie mit diesem Antrag hier schüren, sind Verschwörungstheorien, ist Angst und sind Abschottungsfantasien und hat genau nichts mit der österreichischen Neutralität im Verfassungsrang zu tun. Neutralität und Sitz internationaler Organisationen heißt Beteiligung und Einsatz für Menschen- und Frauenrechte, heißt Frieden als oberstes Ziel auch zu erreichen. Und Friedensengagement ist nichts, was einerseits als Schimpfwort verwendet werden darf und andererseits missbräuchlich verwendet werden darf, um Abhängigkeiten von Putin recht zu fertigen, werte Kolleginnen und Kollegen von der FPÖ. Frieden heißt, für Menschenrechte sich einzusetzen. Frieden heißt, sich für Frauenrechte einzusetzen. Und die Frauenbewegung war immer friedensbewegt. Und der FPÖ kann man auch hier nicht trauen, weil wer denn zu den Taliban fliegt, nach Afghanistan, den Taliban, die Frauen jeglicher Rechte berauben, jeglicher Rechte, da kann man der FPÖ niemals trauen, weil die FPÖ ist die allerletzte Partei in diesem Haus, die sich jemals für Frauenrechte eingesetzt hat. Aber nicht nur in diesem Haus, sondern auch darüber hinaus. Und werte Kolleginnen und Kollegen von der FPÖ, der Körper der Frau ist in jedem Kriegsschlachtfeld und es ist ihnen komplett egal. Egal ob in der Ukraine, wo Frauen systematisch vergewaltigt werden, egal ob auch hier jetzt in Israel, wo Frauen von der Terrororganisation Hamas verschleppt, gedemütigt und vieles, vieles mehr werden. Sexuelle Gewalt wird nach wie vor trotz Verbot als Kriegswaffe eingesetzt. Und es ist der FPÖ komplett egal. Und in keinem einzigen Wort wurde das hier jemals erwähnt. Und Neutralität heißt, sich für Frauen und Menschenrechte einzusetzen und sich für Frieden einzusetzen. Und Neutralität heißt, humanitäre Hilfe auch zu liefern. Nämlich gerade jenen Frauen, die als traumatisierte Opfer zurückbleiben. Und das ist unser Auftrag als Österreich, als Friedensstandort, als neutrales Land. Neutralität heißt nicht wegschauen. Neutralität heißt nicht, den einfachen, den vermeintlich, nur vermeintlich einfachen Weg der FPÖ zu gehen. Einfach abschotten, wegschauen, sich ausgrenzen, weil dadurch ignoriert man jegliche Menschen- und Frauenrechte auf dieser Welt, in Europa und in Österreich. Und das entspricht nicht unserer Neutralität. Und am Ende, nach gerade der Einbringung dieses dringlichen Antrags vom Kollegen Kickl, kann ich nur mit einem Zitat von Johanna Donald schließen. Der Friede ist viel zu wichtig, um ihn den Männern alleine zu überlassen. Eva-Maria Holzleitner, die Bundesvorsitzende der SPÖ Frauen, schließt hier mit einem Zitat von Johanna Donal. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, seit wann, weil ich es ohne direkten Blick in den Plenarsaal nur schwer erkennen kann, aber von den Grünen hat vor kurzem und zum Schluss der Debatte hier sichtlich auch noch Leonore Gehwessler auf der Regierungsbank Platz genommen. 67 AE der Abgeordneten Kickl, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Souveränität und Neutralität sichern Österreichs Freiheit. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem die Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen.
Das ist die Minderheit. Redner oder Rednerinnen sind keine mehr gemeldet. Wir sind somit am Ende der Debatte angelangt. Es kommt nun zu den Abstimmungen über die Entschließungsanträge. Entschließungsantrag, das ist die Minderheit abgelehnt. Ich gebe bekannt, dass in der heutigen Sitzung der selbstständige Antrag 3668a eingebracht worden ist. Die nächste Sitzung des Nationalrats, die geschäftsordnungsmäßige Mitteilungen und Zuweisungen betreffen wird, berufe ich für 18.42 Uhr. Das ist zugleich im Anschluss an diese Sitzung ein. Die Sitzung ist geschlossen. Ich eröffne die 238. Sitzung des Nationalrats. Verhindert sind die Abgeordneten wie in der 237. Sitzung bekannt gegeben. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisungen verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung. Weiters teile ich mit, dass der Herr Abgeordnete Kickl, Kolleginnen und Kollegen beantragt haben, dem Verfassungsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 1771 AE eine Frist bis zum 26. Oktober 2023 zu setzen. Weiters teile ich mit, dass der Herr Abgeordnete Kickl, Kolleginnen und Kollegen beantragt haben, dem Verfassungsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 3309 ebenfalls eine Frist bis zum 26. Oktober zu setzen. Und damit kommen wir zu den Abstimmungen darüber. Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Kickl und Kolleginnen und Kollegen im Verfassungsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 1771 AE eine Frist bis zum 26. Oktober zu setzen, eine Zustimmung geben, den ersuche ich um ein Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Zweiter Fristsetzungsantrag, auch Kickl-Kolleginnen und Kollegen betreffend im Verfassungsausschuss, Antrag 3309, eine Frist bis zum 26. Oktober zu setzen, bitte ich um ein Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Die nächste Sitzung des Nationalrats, die für Dienstag, den 21. November um 9 Uhr in Aussicht genommen ist, wird auf schriftlichen Wege einberufen werden. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Nationalfeiertag morgen und die Sitzung ist geschlossen. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der heutigen Sondersitzung des Nationalrates angelangt. Eine Sondersitzung, die von der FPÖ einberufen worden ist, um über die österreichische Neutralität und Souveränität zu diskutieren. Anlass ist bzw. war der morgige Nationalfeiertag, der 26. Oktober. Die dringliche Anfrage der FPÖ ging heute an Bundeskanzler Karl Nehammer, der seit heute aber auf Staatsbesuch in Israel ist. Daher hat heute Staatssekretärin Claudia Plackholm stellvertretend Stellung genommen. Auch Verteidigungsministerin Claudia Tanner hat sich von der Regierungsbank gemeldet. Wir sind damit wirklich am Ende der Übertragung angelangt. Aktuelle Nachrichten gibt es hier in ORF 3 um 19.20 Uhr, in ORF 3 aktuell am Abend bei meinem Kollegen Rainer Reitzheimer. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche einen schönen Abend.